Ja, schönen guten Abend alle zusammen. Es ist erstaunlich auch das Interesse an diesem sowohl Stuttgart 21 als auch den weiteren Projekten in Europa. Hochgeschwindigkeitsstrecke schließt sich ja mit der Geschwindigkeitsstrecke, Neubaustrecke mit ein. Vielleicht noch ein paar Worte zuvor. ATTAC hat hier jetzt die Veranstaltung organisiert, aber gemeinsam mit dem Schondorfer Bündnis gegen Stuttgart 21 und dem Bündnis Brems-Mohr-Kreis für K21, wo auch ganz klar die Perspektive aufzeigt, die Alternative. ATTAC, wir versuchen immer global zu denken und lokal zu handeln. Von daher sind wir sind auch nur wenige Leute, aber wir sind in den Bündnissen mit aktiv dabei und auch im Stuttgarter Widerstand. Die Frage ist natürlich, was tut man vor Ort? Wie ich schon gesagt habe, wir kümmern uns auch um dieses Projekt Stuttgart 21, dass es hier auch in der Region präsent wird und man darüber diskutieren und sich informieren kann. Und dazu haben wir Winfried Wolf eingeladen, einige schon bekannt. Damit begrüße ich dich auch, Winfried. Und ich finde es klasse, dass du von weiterer Strecke mit der Deutschen Bahn nach von Berlin aus hierher gefunden hast und auch glücklich da sein konntest, was ja nicht ganz normal um die Regel ist. Wir haben 3,5 Stunden Luft eingeplant, es hat geklappt. Mutig. Vielleicht noch mal ganz kurz noch eine Überleitung. Am 23. Mai hat an der Stuttgarter Universität der Dr. Rüdiger Grube, Bahnchef, Vorstandsvorsitzender Deutschen Bahn AG, zum Thema referiert. Und es ist ein ganz typisches Thema, nämlich die Globalisierung und wie steht die Bahn europaweit und deutschlandweit. So, und jetzt überlasse ich das an Winfried. Ich setze mich auf die Seite. Und wir machen nachher noch eine anschließende Runde für Rückfragen, Diskussion und ich präsentiere dann noch ein paar Termine als Vorankündigung, was wir hier in Schondorf als auch in Stuttgart größere Ereignisse sein können, wo wir teilnehmen. Ja, schönen Abend in Schondorf, in der Manufaktur, in der ich mindestens viermal, glaube ich, bisher Gast sein durfte. Einmal mit dem letzten November Verstorbenen Scheer zusammen und mindestens zweimal zu Stuttgart 21 zur Bahnprivatisierung. Ich bin seit dem Jahr 96 engagiert in dem Kampf gegen Stuttgart 21. Ich vergesse immer das einzige Exemplar, was ich habe mitzunehmen. Ich habe im Jahr 96 im September das erste Büchlein mit 110 Seiten zum Thema Stuttgart 21 veröffentlicht. Der Titel Hauptbahnhof im Untergrund? Fragezeichen. Ich bin in den letzten 10 Jahren sehr aktiv in dem Rahmen gewesen, sehr eng auch verbunden mit Gangolf Stocker. Und wir haben gemeinsam, das heißt Walter Sittler, Volker Lösch, Gangolf Stocker, Sabine Leidig, eine Reihe von anderen Leuten mehr, diese beiden Bücher rausgebracht. Das eine kam im November 2010 heraus, Wem gehört die Stadt? Ein Buch zu S21, das mehr die Aspekte auch der Demokratie und der Immobilienspekulation beleuchtet. Und zweitens das Buch, was im März dieses Jahres rauskam, Stuttgart 21 plus Antwort auf Heiner Geißler, oben bleiben. Ein Buch, was speziell sich mit dem Schlichtungsspruch von Heiner Geißler auseinandersetzt und den, glaube ich, nach Strich und Faden widerlegt. Ich bin gleichzeitig Sprecher der Bahnfachleutegruppe Bürgerbahn statt Börsenbahn, eine Gruppe, in der 17 oder 18 Bahnfachleute zusammenarbeiten, darunter Andreas Kleber hier aus Schondorf, Leute, die gestern auch in Stuttgart präsent waren, wie Professor Hesse oder Leute wie Professor Bodak, der vor einigen Tagen hier präsent war, oder Leute wie der Tatort-Regisseur Gietinger oder früher Bundesbahndirektor Happe und so weiter. Das ist eigentlich mein Umfeld, in dem ich seit 2001 als Bahnfachmann arbeite, wobei ich jetzt nicht so technischer Fachmann bin, sondern mehr auch Wirtschaftsjournalist bin. Ich habe vor einigen Wochen diese Texte veröffentlicht,
alternativer Geschäftsbericht Deutsche Bahn AG. Ein Text, der herausgegeben wurde jetzt von Bahn für alle, dem breiten Bündnis gegen die Bahnprivatisierung, wo ich auch maßgeblich seit 2005 aktiv bin, von der bereits erwähnten Gruppe Bürgermannschaft Börsenbahn, von ProBahn, aber nur in Berlin-Brandenburg, die Mehrheit von ProBahn sieht es nicht so gerne, von Anton Hofreiter, dem damaligen verkehrspolitischen Sprecher der Grünen im Bundestag, jetzigem Chef des Verkehrsausschusses, und von Sabine Leidig, der linken verkehrspolitischen Sprecherin. Das seht ihr nicht so genau, ein Heft, wo Herr Grube so dargestellt wird, wie er dargestellt werden muss, nämlich mit dem Daimler-Stern auf dem Bauhelm und hinten dem im Abriss befindlichen Nordflügel des Bahnhofs in Stuttgart. Und das schöne Zitat hinten auf dem Heft lautet: Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, der 2. Februar 2010 war ein großer Tag für Baden-Württemberg, für Stuttgart und für die Deutsche Bahn AG. Nach 15-jähriger Planung sind die Tage des Kopfbahnhofs, dem Nadelöhr auf der Achse Paris über Stuttgart bis Budapest, gezählt. Brief von Rüdiger Grube und Volker Käfer an alle Bahnbeschäftigten. Das zweite Zitat, auch von Herrn Grube: Ein Widerstandsrecht gegen einen Bahnhofsbau gibt es nicht. In Deutschland entscheiden die Parlamente und niemand sonst. Es gehört zum Kern der Demokratie, dass solche Beschlüsse akzeptiert und dann auch umgesetzt werden. Zitat vom 2. Oktober 2010, das heißt auf dem Höhepunkt des Kampfes und drei Tage nach der Polizeiaggression im Schlosspark gegen jugendliche Demonstrierende. Davon habe ich jetzt einige Exemplare mitgebracht. Wir haben 3000 Stück gedruckt. Das ist mittelprächtig für so eine Broschüre. Die war innerhalb von 2 Wochen vergriffen. Wir können jetzt wahrscheinlich eine zweite Auflage in Angriff nehmen. Vor allem in Bahnhofskiosken war dieser alternative Geschäftsbericht Deutsche Bahn AG sofort vergriffen. Und last but not least, entschuldige die lange Vorrede, bin ich Chefredakteur der Zeitschrift Lunapark 21, einer Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie. Ich muss es deswegen sagen, weil es ein privates Projekt ist von 7, 8 Leuten, die da ihr privates Geld reingesteckt haben und die es jetzt geschafft haben, nach 3 Jahren Existenz, dass diese Zeitschrift sich deckt einigermaßen, an 500 Bahnhofskiosken verkauft und so ein bisschen, glaube ich, in Richtung von Attack versucht zu formulieren, eine Kritik an der globalen Ökonomie so, dass sie auch normale Menschen in der Regel verstehen sollten. Die neue Nummer, das seht ihr im Bild, ist primär gewidmet Fukushima und der atomaren Gefahr und der Folgen, die eben nicht mit dem Kompromiss im Deutschen Bundestag behoben sind, mit dem Abschalten der Meiler bis 2021. Schließlich und endlich möchte ich darauf hinweisen, das Thema eigentlich, was mir von Mike und anderen gestellt wurde, nämlich die Frage Hochgeschwindigkeitsprojekte und Großprojekte im europäischen und im deutschen Bahnverkehr, eigentlich ein bisschen auf den Leib geschrieben ist, weil ich habe im Jahr 2007 und 2009 dieses Buch rausgebracht, Verkehr, Umwelt, Klima, mit dem Untertitel Die Globalisierung des Tempowahns, wo ich auf 510 Seiten versuche darzulegen, dass das Thema des Tempowahns ein Thema ist, was alle Verkehrsträger übergreifend betrifft. Ein Thema, was nicht nur mit Umweltzerstörung, mit Klima zu tun hat, sondern starkermaßen auch zu tun hat mit Kulturverlust, mit Demokratieverlust und umgekehrt die Wiedergewinnung von Nähe auch mit Entschleunigung zu tun hat. Damit bin ich mitten im Thema. Ich glaube, dass der Tempobahn oder die Fetischisierung von Geschwindigkeit eine lange Geschichte hat. Bekannt ist wahrscheinlich, dass Henry Ford seine ersten Automobile dadurch präsentieren konnte, dass er Autorennen fahren ließ, übrigens von Fahrradrennfahren, die seine Autos gefahren sind, und dadurch in die Schlagzeilen 1907 der US-amerikanischen Medien eingestiegen ist. Er ist auch verantwortlich dafür, dass das erste Autorennen bei der Welt in Indianapolis, auch heute noch ein Formel-1-Rennsport, präsentiert wurde. Bekannt müsste auch sein das Manifest der Futuristen nach dem Ersten Weltkrieg, ein Text, der immer wieder zitiert wird und der folgenden Wortlaut hat, ich zitiere: Wir erklären, dass sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat, die Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen, dessen Karosserie große Rohre schmücken, die Schlangen mit explosivem Atem gleichen,
Ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen scheint, ist schöner als die Nike von Samothrake. Zitat Ende. Das war der Kernsatz aus dem Manifest der Futuristen. Dass die italienischen Futuristen gleichzeitig auch enge Gefolgsleute vom italienischen Faschismus waren und dass die Blut- und Bodentheorie der Faschisten, zuerst Italiens, dann Deutschlands, eng mit den Futuristen der Verherrlichung von Geschwindigkeit zusammenhängt, ist, glaube ich, weniger bekannt. Ich zitiere einen anderen Text der Futuristen, der lautet folgendermaßen: Das Blut ist der Wein der starken Völker. Das Blut ist das Schmieröl der Räder dieser Maschine, die von der Vergangenheit bis in die Zukunft fliegt. Das ganze Leben unserer Zeit besteht aus der Organisation von Massakern. Die industrielle Zivilisation, wie die kriegerische, ernährt sich von Leichen, Kanonenfleisch und Maschinenfleisch. Zitat Ende. Wobei die Verherrlichung der Maschine, der Macchina, des Autos in Italien, genau diesem Begriff der Verherrlichung der Maschine, der Macchina, entsprungen ist. Das gilt auch für das Nazi-Regime. Ihr wisst vielleicht, dass im Jahr 1934 die Nazis als erste die Tempofreiheit verkündet haben, parallel mit den Projekten für einen Kraft durch Freude Wagen, dem späteren Volkswagen, dass auch Projekte wie Kilometerpauschale und Stellflächenverordnung von den Nazis eingeführt wurden, sie bis heute tradiert haben. Dass Autorennen in der NS-Zeit Kult waren, und es geht so weit, dass Viktor Klemperer, der jüdische Professor, der im Zweiten Weltkrieg überlebt hat und der den Text der LTI, Lingua Tertiae Imperii, geschrieben hat, den Text also über die Sprache des Dritten Reiches, unter anderem festgestellt hat, ich zitiere in seinem Buch über die Sprache des Dritten Reiches: Eine Zeit lang sind die Sieger in internationalen Autorennen hinter dem Lenkrad ihrer Kampfwagen oder an ihn gelehnt oder auch unter ihm begraben, die meist fotografierten Tageshelden. Wenn der junge Mensch sein Heldenbild nicht von den muskelbeladenen, nackten oder in SA-Uniformen steckenden Kriegergestalten der Plakate und Denkmünzen dieser Tage abnimmt, dann gewiss von den Rennfahrern. Gemeinsam ist beiden Heldenverkörperung der starre Blick, in dem sich vorwärtsgerichtete harte Entschlossenheit und Eroberungswille ausdrücken. Das einprägsamste und häufigste Bild des Heldentums lieferte Mitte der 30er Jahre der Autorennfahrer. Nach seinem Todessturz steht Bernd Rosemeyer eine Zeit lang fast gleichwertig mit Horst Wessel vor den Augen der deutschen Volksfantasie. Zitat Ende. Man sollte aber jetzt korrekterweise hinzufügen, dass auch Eisenbahnen zeitweilig und Stichwort Hochgeschwindigkeitsstrecken mit Tempobahn oder freundlicher ausgedrückt mit dem Wunsch nach schneller oder sehr schneller Überwindung des Raums verbunden waren. George Stephenson, der offizielle Erfinder der Eisenbahn, er war real nicht der Erfinder der Eisenbahn, es war Robert Trevithick gewesen, aber egal, George Stephenson, der offizielle Erfinder der Eisenbahn, katapultierte sich in die Weltöffentlichkeit nicht mit der Eröffnung der Strecke Stockton-Darlington am 27. September 1825, sondern primär am 1. Oktober 1829 mit einem Lokomotivrennen. Ein Lokomotivrennen auf der Strecke Liverpool-Manchester, einem 3,2 Kilometer langen Teilabschnitt, wo 5 Loks am Start waren, oder seine Lokomotive Rocket. Rocket hat das Rennen erwartungsgemäß gewonnen, mit Tempo 45 km/h, wobei der Aktienkurs seiner Firma Stevenson PLC daraufhin um 10% nach oben schnellte. Allerdings waren die Umstände des Rennens, des Lokomotivrennens, sehr speziell. Es gab, wie gesagt, 5 konkurrierende Lokomotiven. 3 schieden wegen technischer Defekte aus. Eine wurde disqualifiziert und Rocket ging allein solo durch die Ziellinie. Übrigens ist damals der erste tödliche Eisenbahnunfall dokumentiert. Rocket überrollte den Abgeordneten Huskisson tödlich. Die Frage ist vielleicht noch, warum schied Nummer 4 aus? Warum wurde Nummer 4 disqualifiziert? Bewerber Lokomotive Nummer 4 war die Lokomotive mit dem Namen Cyclopet, weiß ich nicht genau, von der Firma Brandreth. Sie entsprach angeblich nicht den Bedingungen des Preisausschreibens. Cyclopet wurde im Inneren von einem Pferd angetrieben.
Es mag kurios erscheinen, aber doch auch zum Nachdenken anregen. Pferde und Ochsen und Menschen waren die natürlichen Konkurrenten der Eisenbahnen. Vor den Eisenbahnen gab es Pferdekutschen, es gab Pferdepost als Kutschen, aber auch, wie ich gerade noch von Andreas gehört habe, Eilpost oder Kurierpost nur zu Pferd. Zwischen Stuttgart und Saulgau zum Beispiel 16,5 Stunden Zeitunterschied, um mit Pferden, die gewechselt wurden unterwegs, von Stuttgart nach Saulgau Post zu bringen. Es gab Ochsenkarrentransporte und es gab Kanäle mit Treidelpfaden, auf denen Pferde oder Menschen die Kähne gezogen haben. Die Überlegenheit der Eisenbahn beruhte also erstens auf der Geschwindigkeit, die größer war als die von Pferden natürlich. Zweitens auf der geraden Streckenführung, Großprojekte, die die Strecken begradigt haben, riesige Infrastrukturprojekte. Und auch auf der Voraussetzung, dass Energie für diese Dampflokomotiven preiswert war und dass Ressourcenverbrauch von Boden und von Energie so gut wie keine Rolle gespielt hat. Es gab damals aber bereits warnende Stimmen, sozusagen frühe Ökologen, Vorläufer einer Art grünen Bewegung, die vor dieser Art von Ressourcenverbrauch gewarnt haben. Ein gewisser Pierre Simon Girard, der war damals Ingenieur und Mitglied der Akademie des Sciences, nicht zu verwechseln mit Simon, dem Frühsozialisten, also ein ganz biederer Ingenieur, hat im Jahr 1827 in Paris die folgenden Sätze geschrieben. Das war also 2 Jahre nach Eröffnung der Strecke Stockton-Darling, nachdem das Eisenbahnzeitalter begonnen hat. Obwohl man, wie den Fürsprechern dieses Verkehrsmittels der Eisenbahn, zugeben muss, dass es wirtschaftlicher ist als der Gebrauch von Pferden, muss man doch auch erkennen, dass der Brennstoff, den diese Maschinen ihrer Arbeitsleistung verdanken, tagtäglich jenen natürlichen Lagerstätten entnommen wird, die trotz ihrer großen Ausdehnung doch keineswegs unerschöpflich sind. Die Verwendung von Pferden bietet demgegenüber ganz andere Möglichkeiten. Die Pferdekraft basiert auf den Produkten des Bodens, die die Natur jedes Jahr neu hervorbringt. Zitat Ende. Nochmals, damals spielt der Ressourcenverbrauch keine große Rolle. Die Steinkohlevorräte oder auch die Braunkohlevorräte, die heute noch bekannt sind, reichen noch rund 200 Jahre lang beim jetzigen Verbrauch. Mit dem Autozeitalter, mit dem Flugzeugzeitalter, mit der Entdeckung der Energiequelle Öl und seinen Derivaten, Benzin, Diesel, Kerosin, ist diese Reichweite des Energieträgers bedeutend geschrumpft auf 30, 40 oder maximal 50 Jahre. Dennoch wird heute noch oft so getan, als spiele diese Knappheit der Ressourcen keine Rolle. Siehe die fortgesetzte weltweite Automotorisierung, die primär in den Emerging Markets, wie man sagt, also in den Schwellenländern vorangetrieben wird. Siehe das Denken in großen Magistralen, Paris, Straßburg, Stuttgart, Bratislava. Siehe Neubaustrecken wie Wendlingen-Ulm, wo man nochmal 30 oder 20 Minuten Geschwindigkeitsreduktion herausholen will, oder auch sehr plastisch, siehe Japan Shinkansen. Am 6. März 2011 gab es in Japan eine Shinkansen-Jungfernfahrt mit dem Shinkansen-Zug namens Hayabusa, auf Deutsch der Falke. Er fuhr mit einer Spitzengeschwindigkeit von 300 km/h. Er soll in Bälde, oder sollte in Bälde auf 320 km/h beschleunigt werden. Er bewältigte die Strecke von 675 Kilometer Entfernung zwischen Tokio und Aomori, das ist der nördlichen Spitze der japanischen Hauptinsel Honshu, in 3 Stunden, trotz 5 unterwegs, halten. Und dieser Zug fährt an 14 Atomkraftwerken vorbei, die fast alle in Gebieten, die erdbebengefährdet sind, gebaut sind, darunter an 2 Fukushima-Komplexen mit 6 Atomkraftwerken, und der Zug wird zu 80% oder alle Shinkansen-Züge werden zu 80% mit Atomstrom betrieben. Die Frage, ob dieser Shinkansen mit 200 km/h fährt oder mit 300 km/h fährt oder bei 300 km/h doppelt so viel Energie verbraucht, doppelt so viel Strom verbraucht,
weil der Luftwiderstand eben exponentiell wächst, ist eine Frage, die sich damals so nicht gestellt hat, die inzwischen sicherlich anders diskutiert wird, in Japan zumal bei uns, glaube ich, bestreiten. Dass die Geschwindigkeit allein entscheidend war bei den Verkehrsmitteln Eisenbahn. Man kann sogar sagen, dass in der Periode 1850 bis 1950 die Eisenbahnen den Raum erschlossen haben, dass Eisenbahnen Mobilität als Massenerfahrung ermöglicht haben. Das war die Zeit ihrer größten Ausdehnung, vor allem 1840 bis 1925. Aber in diesen rund 100 Jahren gab es eigentlich keine relevante Geschwindigkeitssteigerung mehr. Man kann grob sagen, dass die Geschwindigkeit zwischen 1873 und 1955 zwischen 70 km/h und 140 km/h also in Württemberg weitgehend geblieben ist. Das sind zwar Steigerungen, die jetzt absolut relativ groß aussehen, aber real nicht so entscheidend waren. Der Haupterfolg der Eisenbahn, warum es ein Massenphänomen war, war primär die Erschließung der Fläche und nicht primär die Spitzengeschwindigkeit von einzelnen großen Stadtverbindungen. Gleichzeitig kann man sagen, dass ein Niedergang der Eisenbahn gegenüber dem Auto weniger oder nichts mit Geschwindigkeit zu tun hatte. Man kann sogar sagen, dass im Grunde bei der Einführung des Autos und heute sowieso wieder bei Hochgeschwindigkeitszügen die Geschwindigkeitsvorteile eher bei der Eisenbahn liegen, dass bei der Einführung des Autos eher einen Rückfall gab, wo Autos 40, 50, 60 km/h gefahren sind, während damals die Eisenbahn bereits weit schneller gefahren ist, dass im Grunde andere Interessen und andere Gründe entscheidend waren dafür, dass die Eisenbahn massenhaft zunächst in den USA oder Nordamerika, später in Europa und inzwischen längst in Lateinamerika und zum Teil auch in Russland verdrängt wurden, zu tun hatten, einmal mit materiellen Interessen, mit den Durchsetzungen der Öl- und Auto- und Flugzeuginteressen, dann mit riesigen staatlichen Vorleistungen, die für das Auto in Form von Highways, von Autostrade, von Reichsautobahnen und so weiter getätigt wurden. Durch die allgemeine Verfügbarkeit, wenn Leute sagen, das Auto habe ich ja gleich, da kann ich gleich losfahren, während der Zug immer weniger da ist in der Fläche, deswegen man sagt, man muss ja zuerst mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem Auto zum Zug fahren und kann dann erst weiterfahren, weil dieser gebrochene Verkehr eben schon abschreckend wirkt. Hat auch zu tun mit der unglaublichen Rücksichtslosigkeit, mit der wir, unsere Gesellschaft, dabei weggehen, dass das Auto pro Jahr 1 Million Verkehrstote in der Welt produziert, dass wir in Europa, im zivilisierten Europa mit viel regulierten Straßenverkehr pro Jahr 45.000 Verkehrstote nur im Straßenverkehr haben, also in ungefähr 10 Jahren die Auslöschung einer Großstadt mit 500.000 Einwohnern in Europa, in den EU-27 Staaten haben. Das hat auch zu tun, die Durchsetzung des Autos, mit der kompletten Ignorierung der externen Kosten des Autos, die eben nicht im Autoverkehr inkludiert sind. Wenn man mit dem Auto fährt, ist nicht inkludiert die Lärmschäden, die Gesundheitsschäden, die Klimaschäden, die Umweltschäden, Zerschneidung von Landschaft und so weiter und so weiter. Man kann auch sagen, dass bei dem konkurrierenden Flugzeug gegenüber der Eisenbahn die Geschwindigkeit nicht die entscheidende Rolle gespielt hat, solange der Preis stimmte, salopp gesagt. Das heißt, Flugverkehr war in Europa bis in die 90er Jahre, in den USA bis in die 70er Jahre eine Luxusangelegenheit oder eine Angelegenheit für Sonderfahrten wie Urlaub, einmal im Jahr vielleicht mal Mallorca. Zu Recht, weil mit dem Flugzeug enorme Entwicklungs- und Infrastrukturkosten verbunden sind und enorme externe Kosten verbunden sind. Erst mit der Liberalisierung des Flugverkehrs in den USA mit Ronald Reagan, 80er Jahre, und in Europa 90er Jahre, Europäische Union, also mit dem Dumping bei Löhnen und Gehältern, beim fliegenden Personal, beim Bodenpersonal, mit der extremen Subventionierung von Flugenergie, also Kerosin, die steuerfrei getankt werden kann, und mit extremen Subventionierung von Regional-Airports, wo Ryanair, EasyJet und so weiter praktisch für umsonst landen und starten können. Mit der Billigfliegerei konnte das Flugzeug sich auch gegenüber der Eisenbahn teilweise durchsetzen. Es gibt bei der Konkurrenz Eisenbahn und anderer Verkehrsmittel zwei entscheidende Wendepunkte. Der erste Wendepunkt war der Zeitpunkt, als das Auto im Modal Split, also im Verkehrsmarktanteil, die Eisenbahn überholte. Das war in den USA ungefähr Ende der 20er Jahre.
als zum ersten Mal mehr im Auto geleistete Kilometer gezählt wurden als in dem gigantischen Schienennetz der USA mit 500.000 Kilometer Länge, heute noch 40.000 Kilometer Länge im Personenverkehr. In Westdeutschland, also Bundesrepublik Deutschland, war diese Wende ungefähr Ende der 50er Jahre erreicht, als mehr Leute VW, Fiat 500/600 und so weiter fuhren, als mit der Bundesbahn gefahren wurde. Der zweite Wendepunkt ist der, als zum ersten Mal mehr Binnen geflogen wurde, als Eisenbahn gefahren wurde. Das war in den USA in den 70er Jahren der Fall, als der Binnenflugverkehr in den USA größer war als der Eisenbahnverkehr. Das ist in der Europäischen Union inzwischen seit dem Jahr 2010 der Fall. Der Binnenflugverkehr in der Europäischen Union ist größer in Kilometerzahl als die binnengefahrenen Eisenbahnkilometer in Deutschland. Beim Fernverkehr der Bahn dürfte auch, ich werde nachher noch Zahlen nennen, inzwischen der Binnenflugverkehr in Deutschland, der Binnenflugverkehr mehr geleistete Personenkilometer aufzählen als der Verkehr mit der Deutschen Bahn AG, wobei die privaten Betreiber ja gar nicht Fernverkehr fahren, deswegen Deutsche Bahn AG. Es gibt hier einen Widerspruch. Seit ungefähr Anfang der 90er Jahre passierte das, dass man als fortschrittlicher Verkehrsmensch sozusagen verbal von links überholt wird, von den offiziellen Verkehrspolitikern. Seit den 90er Jahren gilt offiziell in Berlin, in Paris, in Wien, in Brüssel in der offiziellen Verkehrspolitik Vorrang Schiene. Das heißt, es gibt eine Politik, die sagt, ja, wir haben es eingesehen, die Schiene ist das nachhaltigste, das zukunftsfähige Verkehrsmittel. Deswegen schreibt man Zukunft mit ZUG, Kunft, Zukunft. Es gilt der Vorrangschiene. Man tritt angeblich für eine Verkehrswende ein. Das wird insbesondere auch den Grünen zugeschrieben und erwarte, dass die unter anderem in Baden-Württemberg mit dem ersten grünen Ministerpräsidenten, mit dem ersten grünen Verkehrsminister und so weiter eine solche Wende herbeiführen würden. Es gab Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre eine große Serie im britischen Economist unter der Überschrift Return Train. Das heißt, dass die Züge zurückkommen würden, die ja primär unterstrichen haben, dass Hochgeschwindigkeitszüge, dass schnelle Züge die Wende im Eisenbahnverkehr bringen würden und ein Revival von der Bahn bedeuten würden. Ich sehe diese verbale Wende ziemlich kritisch. Ich glaube, dass man sagen muss, dass die tatsächliche Politik auf europäischer Ebene in Bezug auf die Schiene von drei zerstörerischen, miteinander verwobenen Komponenten geprägt ist. Erstens der Privatisierung der Eisenbahnen und damit ihre Zerstörung. Zweitens der Konzentration auf Hochgeschwindigkeitsverkehre und auf weiträumige Güterverkehre und auf Abbau der Schiene in der Fläche. Und drittens auf Großprojekte, Schienengroßprojekte, die vor allem Punkt 2, nämlich die Konzentration auf Hochgeschwindigkeitsverkehr, fördern. Im Folgenden zu diesen drei zerstörerischen Komponenten der Schienenpolitik in der Europäischen Union und in Deutschland. Zuerst zum Thema Privatisierung der Eisenbahn, wollte ich aber relativ knapp halten, weil wir dazu schon viel gesagt haben, auch referiert haben, vor allem im Rahmen von Bahn für alle. Die Eisenbahnen werden in großem Maßstab seit Anfang der 90er Jahre privatisiert in Europa. Es begann mit Margaret Thatcher und John Major in Großbritannien Anfang der 90er Jahre. In Deutschland, West- und in Gesamtdeutschland wurde die Privatisierung der Bahn in starkem Maß beschleunigt durch die deutsche Wiedervereinigung, und zwar vor allem dadurch, dass gesagt wurde, alles Staatliche ist schlecht, alles Staatliche ist DDR, jetzt ist es heil im Markt, im Privaten zu sehen, was in der Bahnreform vom Dezember 1993 und der Fusion von Bundesbahn und Reichsbahn und der Bildung der Deutschen Bahn AG im Januar 1994 mündete. Inzwischen ist es allgemeine Orientierung der Europäischen Union zum Teil massiv noch beschleunigt in Mittel- und Osteuropa. In Estland zum Beispiel kam es zu einer kompletten Privatisierung der Eisenbahn, die so katastrophale Folgen hatte, dass 5 Jahre später die komplette Bahn wieder re-verstaatlicht werden musste. Das gibt es auch in einigen anderen Ländern, in Neuseeland zum Beispiel, auch in einigen lateinamerikanischen Ländern, dass eine Re-Verstaatlichung ansteht, nachdem alles kaputt gemacht wurde und so weiter. Die Hauptelemente dieses Privatisierungsprozesses bestehen darin, dass die bestehenden einheitlichen Systeme von Infrastruktur, Güterverkehr,
Personenverkehr, Nahverkehr, Fernverkehr, Bahnhofsgebäuden und so weiter zerschlagen wird, aufgelöst wird in alle möglichen Einzelteile. Eine der ersten Richtlinien der Europäischen Union für die Eisenbahn Anfang der 90er Jahre war die Richtlinie auch, dass zunächst eine rechnerische Trennung zwischen Infrastruktur der Eisenbahn und dem Betrieb der Eisenbahn verlangt wurde. Diese war zunächst nur rechnerisch, aber klar war das die Schnittstelle, die Bruchstelle, die Sollbruchstelle, bei der dann Eisenbahnen auseinanderbrechen. Es ging weiter mit massivem Belegschaftsabbau bei den Eisenbahnen in Europa. Ich habe mal nachgerechnet, dass in der Zeit 1990 bis 2010 eine Million Arbeitsplätze bei den Eisenbahnen in Europa abgebaut wurden. Eisenbahn und ungefähr noch 200.000 Jobs bei der Bahntechnik, also bei der Bahnindustrie. Wenn nur ähnlich Jobs bei der Autoindustrie zerstört worden wären, im Zeitraum, wenn es einen riesen Aufschrei gegeben bei der Bahn, sagt man, da ist ja gespart worden, was aber im Grunde heißt, es sind Servicewüsten geschaffen worden. Es wurden massenhaft tausende Bahnhöfe stillgelegt, allein in Deutschland 3000 Bahnhöfe, die stillgelegt wurden und nicht mehr besetzt sind. Europaweit schätze ich, dass 15.000 Bahnhöfe in der Zeit der letzten 20 Jahre nicht mehr besetzt sind, ohne kaputt gemacht wurden. Und es gab natürlich diese allgemeine Orientierung auf Gewinnmaximierung anstelle von Fahrgastzufriedenheit, Optimierung, was Folgen für Sicherheit, für Service, für Angebote und so weiter hat. Übrigens, CDU, CSU und FDP und SPD und Teile der Grünen propagieren auch die Bahnprivatisierung. Das heißt jetzt zunächst bei den Grünen nur in Form der Spaltung von Infrastruktur und privaten Betreibern, die da Wettbewerb machen würden, was ja den Leuten zugute kommen würde. Es gab eine Bundestagsdebatte im Januar diesen Jahres, in der Sabine Leidig für die Linken darauf hingewiesen hat, dass im Jahr 2007 die Grünen eine Broschüre veröffentlicht haben. Als 2007 war bekanntermaßen noch die CDU-SPD, große Koalition, dass im Jahr 2007 die Grünen eine Broschüre veröffentlicht haben, in der folgende Sätze drinstehen, ich zitiere: Der Börsengang der bisher zu 100% staatseigenen Deutschen Bahn AG soll den Abschluss der 1993-94 begonnenen Bahnreform bilden. Diese Reform muss den Ordnungsrahmen des Schienenverkehrsmarktes so ausgestalten, dass durch mehr Wettbewerb neue attraktive Angebote entstehen, wie den Kunden von der Straße für die Schiene gewonnen werden können. Wir, die Grünen, fordern Union und SPD daher auf, am vorgesehenen Zeitplan für den Bahnbörsengang festzuhalten und diesen in diesem Herbst fraktionsübergreifend im Deutschen Bundestag als Weiterführung der Bahnreform zu beschließen. Zitat Ende. Broschüre Ende 2007 von den Grünen veröffentlicht, verantwortlich für den Inhalt Fritz Kuhn und Winfried Herrmann. Auf der Website der Grünen jederzeit abrufbar und belegbar. Als Sabine Leidig es im Bundestag vorgetragen hat, hat Renate Künast in der Debatte auch nachlesbar reingerufen: Diese Broschüre haben Sie wohl selber gedruckt bei der Rosa-Luxemburg-Druckerei. Das heißt, die haben selber nicht geglaubt, was sie da noch geschrieben haben. Es ist super, wenn Wirt Herrmann jetzt gegen S21 kämpft. Es ist super, wenn er gegen Privatisierung der Bahn sein sollte. Auch Hofrecht, ich erinnere nur daran, wie weit diese Ideologie, dass privat irgendwie besser sei bei einem solchen gigantischen Netzsystem, wie weit die Ideologie gegangen ist und wie leicht sie wieder hervorgerufen werden kann. Übrigens, die Eurokrise, die wir momentan erleben, beschleunigt den Prozess der Bahnprivatisierung enorm. In Portugal, einem der Länder, was unter den, Stabilisierungsfonds flüchten musste, steht die Bahnprivatisierung an der Spitze der Privatisierungsliste von IWF, EZB und Europäischer Union. Die fordern die Privatisierung der portugiesischen Staatsbahn. In Griechenland steht die Privatisierung der hellenischen Staatsbahn an der Spitze der Forderung von IWF, EZB und EU, das heißt das dünne griechische Eisenbahnnetz mit fantastischen tollen Strecken wie die von Athen nach Kalamata auf der Peloponnes,
werden stillgelegt werden, weil sie natürlich nicht rentabel sind, wobei man sagen könnte, super touristische Möglichkeit ist, auszubauen, anzubieten und so weiter, sollen stillgelegt werden, um einige wenige Strecken wie Athen, Thessaloniki und so weiter vielleicht zu erhalten und das im Rahmen der Privatisierung. Selbst für Deutschland ist, glaube ich, Vorsicht geboten. Ich erinnere daran, dass im Anfang 2008 die Deutsche Bahn AG ihre Struktur nochmals umgewandelt hat, dass Anfang 2008 die DBML, was nicht heißt Marxismus-Leninismus, sondern heißt Deutsche Bahn AG Mobility and Logistics, gebildet wurde, dass diese DBML unter ihrem Dach Nahverkehr, Fernverkehr, Güterverkehr und das gesamte weltweite Logistikgeschäft vereint, ist es Subholding unter dem Dach Deutsche Bahn AG Holding, Subholding DBML, die andere Holding heißt Infrastruktur, dass es bewusst so gemacht wurde, im Handelsregister so eingetragen wurde, dass dieser Teil teilprivatisiert werden soll, dass im Mai 2008 der Bundestag einen Beschluss gefasst hat, wonach mit SPD und CDU, CSU, Stimmen, ich glaube auch FDP, wonach sobald wie möglich 24,9% einer DBML privatisiert werden sollen, dass im Koalitionsvertrag der neuen Regierung drin steht, sobald es die Börsenlage zulässt, wird die Deutsche Bahn AG teilprivatisiert. Das ist auf der jüngsten, vorgestrigen Privatisierungsliste von Herrn Schäuble wieder draufsteht, dass die Deutsche Bahn AG auf der Liste steht, wenn es auch nicht angeblich total aktuell sein würde. Soweit zum ersten zerstörerischen Komponente der Frage, dem Thema Bahnprivatisierung. Die zweite Komponente heißt Konzentration auf Hochgeschwindigkeit und Abbau in der Fläche der Eisenbahn in Europa. Man muss zunächst sagen, dass die Europäische Union oder Europa als Kontinent der einzige Kontinent der Welt ist, der noch ein relativ flächendeckendes Schienennetz hat. Wo also ein Revival, ein Return Train möglich sein könnte, ist nicht mehr möglich in Nordamerika, ist nicht ohne weiteres möglich, müssen Wiederaufbau von rund 400.000 Kilometer Schienenstrecken für den Personenverkehr betrieben werden. Nicht mehr möglich in Lateinamerika, wo in Argentinien, Brasilien, Mexiko fantastische Schienennetze existierten, in den 70er, 80er Jahren im Rahmen der neoliberalen Offensive platt gemacht wurden. In der Europäischen Union haben wir noch ein Netz von 220.000 Kilometern. Nicht die Europäische Union, sondern Europa. Nein, Europäische Union, Entschuldigung, das hat gestimmt. Auf dem Gebiet der EU-27 haben wir ein Netz von 212.000 Kilometer. Aber die Entwicklung sieht wie folgt aus. Wir hatten im Jahr 1970 auf dem Gebiet der EU-27, also umgerechnet, damals gab es die EU-27 nicht, im Jahr 1970 noch 250.000 Kilometer Schienenstrecken in diesem europäischen Gebiet. Wir hatten im Wendejahr 1990 20.000 weniger, 231.000 Schienenkilometer, die primär bis dahin in Westeuropa abgebaut worden sind. Und wir haben heute noch 212.000 Kilometer Schienennetz in EU-27, also nochmal 28.000 Kilometer weniger. Allein der Abbau zwischen 1970 und 2008 von 250.000 auf 212.000 Kilometer, kann sich so schnell Kopfrechnen, glaube ich, 13-14% insgesamt des europäischen Schienennetzes, das abgebaut wurde. Im gleichen Zeitraum wurde ein Autobahnnetz auf dem gleichen Gebiet der EU-27 von 15.000 Kilometer im Jahr 1970 auf 70.000 Kilometer im Jahr 2008 aufgebaut. Ähnlich Fernstraßenentwicklung, die jetzt nicht die exakten Zahlen haben, weil jedes Land die Fernstraßen anders qualifiziert. Das heißt, wir haben eine Verdreieinhalbfachung der Fernstraßen in der Zeit, während gleichzeitig das Schienennetz um 15-13% abgebaut wurde. Wobei die Zahlen des Abbaus in absoluter Qualität nicht ganz so viel aussagen wie die Zahlen oder die Angaben der Qualität der Netze. Von diesem riesigen, relativ großen Netz von 212.000 Kilometer Schienennetz in Europa sind nur 49% elektrifiziert. Es sind ein erheblicher Teil, ich glaube 50.000 Kilometer, sind eingleisige Strecken und in erheblichem Maß sind es Strecken, die massiv abgebaut wurden. In Deutschland zum Beispiel wurden 40% der Weichen im deutschen Netz zwischen 1995 oder 1994 und 2010 herausgenommen, fast ebenso viel Ausweichgleise herausgenommen im Rahmen der Sparmaßnahmen, sodass das Netz weit weniger effizient ist. Wir haben umgekehrt die Autobahnen, früher vierspurig, heute sechsspurig sind und so weiter, in der Qualität des Ausbaustandards jeweils massiv gesteigert wurden.
In diesem Netz von europäischen Eisenbahnen wurden gleichzeitig im Zeitraum 90 bis 2010 6200 Kilometer Hochgeschwindigkeitsnetze aufgebaut. Die sind schon eingerechnet in den Abbau der Netze, weil wenn ich sage, ersetzt wurde zwischen 90 und 2010 von 231.000 bis 212.000 abgebaut, wurde in dem Abbau einbegriffen der Aufbau von 6200 Kilometer Hochgeschwindigkeitsnetze oder 3% des europäischen Netzes sind heute Hochgeschwindigkeitsnetze, was immer noch absolut extrem wenig ist. Offiziell aber sagt die Europäische Union, dass die Hochgeschwindigkeitsnetze der riesige Erfolg der Eisenbahn in Europa darstellen würden. Es werden Zahlen gehandelt, wie in Frankreich würden heute 50% der Verkehrsleistungen auf Eisenbahnen auf dem Hochgeschwindigkeitsnetz, also mit TGVs, erbracht. Für Deutschland heißt es, würden 27% der Verkehrsleistungen im Hochgeschwindigkeitsnetz mit ICEs erbracht, ähnlich Schweden und so weiter. Wenn man diese Zahlen genau untersucht, ich kann es jetzt nur ganz grob sagen, aber ich habe das alles schriftlich gemacht und kann jederzeit gerne nachgelesen werden, muss man feststellen, erstens einmal, dass Hochgeschwindigkeitsverkehr in der Regel kein neuer Verkehr ist, sondern in der Regel konventioneller Schienenfernverkehr übernommen wurde, also platt gemacht wurde als konventioneller Schienenverkehr, übernommen wurde von Hochgeschwindigkeitsverkehr. Also während Fernverkehre in Frankreich massiv abgebaut wurden, wurden TGV-Strecken parallel aufgebaut, die den Verkehr übernommen haben. Das kennt ihr sehr genau in Deutschland, dass viele Strecken, die früher Interregio fuhr oder D-Züge gefahren sind, heute ICEs waren, das heißt alles Hochgeschwindigkeitsverkehr, oft sogar die gleiche Leistung oder gleiche Geschwindigkeit, wo du jetzt aber Zuschläge zahlen musst, das heißt der gleiche Verkehr ist um 10-15% teurer geworden, weil das Etikett eben ist, ICE-Verkehr wird jetzt hier gefahren. Man muss gleichzeitig sagen, dass bei allem Geschwafel über die Gewinne von Hochgeschwindigkeitsverkehren in ganz Europäischer Union der Anteil der Schiene im Modal Split, also am gesamten Verkehrsmarkt, latent von Jahr zu Jahr sinkt. In Deutschland im Großen und Ganzen als gesamter Anteil Schiene am gesamten Verkehrsmarkt gleich geblieben ist. Und das im Grunde sogar belegen kann, dass die Länder, die keinen Hochgeschwindigkeitsverkehr haben, sogar verrückterweise die größten Gewinne auf der Schiene haben. Ein Beispiel, was euch vielleicht verwundert wird, ist Großbritannien. Großbritannien hat in den letzten 15 Jahren 40% Zunahme des Schienenverkehrs, schlechte Standards, miserabler Service und so weiter, trotzdem Zunahme in absoluten Zahlen, kein einziger Hochgeschwindigkeitsverkehr, es gibt auch keine einzige private Bahn, die sagt, wir würden Hochgeschwindigkeitsverkehr betreiben, weil es lohnt sich für die nicht, wenn der Staat die Strecken nicht baut, wenn der Staat die Strecken schenkt, darauf gehe ich noch ein, lohnt sich Hochgeschwindigkeitsverkehr, wenn Private die Strecken finanzieren müssten, würden sie niemals sagen, wir bauen Hochgeschwindigkeitsverkehre auf. Warum Großbritannien jetzt eine Steigerung des Schienenverkehrs hat, trotz der Privatisierung und so weiter, wäre eine getrennte Debatte. Ich kann, wenn ihr wollt, darauf in der Diskussion eingehen. Das gilt aber auch für Norwegen, Dänemark, Niederlande, die auch aufgrund der Kleinheit der Länder keine Hochgeschwindigkeitsstrecken haben. Steigerung von 50% und 60% in dem Zeitraum, den ich gerade genannt habe. Und ganz krass natürlich, wie immer, der Ausreißer, in Anführungszeichen, Schweiz. Die SBB, Schweizerische Bundesbahnen, haben zwischen 1970 und 2010 eine Steigerung um 120% der Verkehrsleistung in ihrem Netz. Wenn man nur den Zeitraum 1990 bis 2010 nimmt, also die Zeit, seitdem es Hochgeschwindigkeitsverkehre in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und so weiter gibt, hat die Schweiz eine Steigerung von 70% des gesamten Schienenverkehrs in ihrem Netz, ohne eine einzige Hochgeschwindigkeitsstrecke, die sie hätten bauen können, gebaut zu haben. Besonders illustrativ und lehrreich ist das deutsche Beispiel. Wir haben in Deutschland seit 1990 und bis 2010, Entschuldigung, seit 1994, also Bahnreform, und 2010 wurden ins deutsche Schienennetz, in den Hochgeschwindigkeitsverkehr, 50 Milliarden Euro investiert. Und zwar in die Hochgeschwindigkeitsstrecken Mannheim-Stuttgart, Hannover-Stendal-Berlin, Frankfurt-Köln, München-Ingolstadt-Nürnberg-Erfurt, Berlin, Hamburg und noch einige einzelne Großprojekte. 50 Milliarden. Im gleichen Zeitraum ist der Fernverkehr der Deutschen Bahn AG beim Aufkommen, bei der Zahl der Fahrgäste um 15% gesunken und bei der Zahl der geleisteten Kilometer, also Personenverkehrsleistung, um 5% gesunken. Also gigantische Investitionen bei sinkender absoluter Leistung. Wenn deshalb den Modalsplit angerechnet wird, dafür gibt es leider keine Rechnung Fernverkehr-Modalsplit, aber wenn es unbedingt ist, klar, da der Fernverkehr
steigt und absolut, also der allgemeine gesamte Fernverkehr steigt und absolut der Fernverkehr der Bahn zurückgeht, ist im Monatsbild ein richtiger Einbruch stattgefunden im Fernverkehr. Der Grund, warum die Deutsche Bahn AG im gesamten Monatsbild als Schiene den Anteil halten konnte, war aufgrund der Steigerung im Regional- und Nahverkehr, wo es eklatante Steigerungen von 30-40% gab, die das ausgeglichen haben, was im Fernverkehr in der Leistung 3-4% und bei den Fahrgästen 17% verlor, stieg der innerdeutsche Flugverkehr um 70%. Der innerdeutsche Flugverkehr, also richtig Binnenflugverkehr, von Stuttgart nach Berlin, von Köln nach Berlin, von Hamburg nach München, also stieg um 70%, während der Schienenverkehr im Fernverkehr um 3-5% zurückging. Das gilt sogar für Strecken mit Hochgeschwindigkeitsverbindungen wie Köln-Berlin, wo von Jahr zu Jahr die Zahl der Fluggäste um 100 bis 150.000 wechselt zwischen 1,3 Millionen im Jahr, wenn von Jahr zu Jahr die Bahn zurückkehrt, obwohl die Fahrzeit Köln-Berlin bei 4,3 Stunden ungefähr liegt. Und jetzt rechnet Check rausfahren von Berlin nach Tegel, einchecken bei Tegel, dann nach Köln-Bahn fliegen, in Köln-Bahn aussteigen, vielleicht ein Gepäckstück abholen, dann mit Taxi, wie auch immer, reinfahren, kommst du auch auf 3,5 Stunden ungefähr reale Flugzeit mit gebrochenem Verkehr, mit unkommodem Verkehr. Der Hauptgrund ist nicht die Zeit, ist nicht die Zeitersparnis. Der Hauptgrund ist der Preis. Der einzige Grund für den riesigen Anstieg des Flugverkehrs und umgekehrt ein wesentlicher Grund für den Rückgang der Bahn ist das Preisgefüge, das heißt, die Billigflüge, die haben, wenn die Leute sich angucken, ich fliege dann für 60 Euro, für 80 Euro oder irgendwas nach Berlin und zahle aber 110 oder 20 Euro, wenn ich keine Bahncard 50 habe, für die gleiche Strecke mit der Bahn, sagt jeder, warum soll ich denn überhaupt und so weiter, ist ja viel einfacher, ich fliege auf dieser Verbindung. Das ist eine fatale Entwicklung, die konstatiert werden muss und die eindeutig dagegen steht, dass die Bahn nur durch Investitionen in Hochgeschwindigkeitsverkehre angeblich Leute von dem Flugverkehr auf die Schiene bekommen würde, was ja auch ein wichtiger Punkt bei Stuttgart 21 ist, dass gesagt wird, man muss unbedingt den Flughafen anbinden. Da geht es aber nicht darum, dass Flugverkehre auf die Schiene geholt werden sollen, sondern dass man ganz schnell von Ulm, Wendlingen nach Stuttgart Airport kommen will, um von da wegzufliegen und so weiter. Das heißt, der ICE wird als Zubringer zum Flugverkehr benutzt und nicht umgekehrt der ICE als Wegbringer vom Flugverkehr auf die Schiene eingesetzt. Das heißt, ein Teil dieser absurden und falschen Orientierung auf Flugverkehre und auf Hochgeschwindigkeitsstrecken sind natürlich Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Bei Wendlingen-Ulm gibt es Argumente noch speziell, dass eben gerade diese Beschleunigung nicht tauglich, nicht kompatibel für integrale Taktverkehre sind. Das heißt, Mannheim-Stuttgart könnte man sagen, ist die Fahrzeit von 36 Minuten sehr ungünstig für Verkehre, die halbstündig gepolt sein müssen. Wäre viel sinnvoller gewesen, etwas weniger zu investieren, vielleicht einen Halt einzulegen, wenn Halbzeit, also kurz mal 20 Minuten oder 15 Minuten in Stuttgart anzukommen, um optimale Umsteigzeiten in Knotenpunkten wie Stuttgart und Ulm zu erreichen. Ich komme zur dritten Komponente dieses zerstörerischen Bahnverkehrs in Europa, der Komponente der Großprojekte. Auf der europäischen Ebene und auf nationaler Ebene dominieren bei der Bahnpolitik Großprojekte. Das hat sicherlich auch massenpsychologische, politische und materielle Gründe. Das heißt, Politiker durchschneiden gerne große Bänder oder rote Bänder, um zu sagen, dieser Airport ist eröffnet, diese Autobahn ist eröffnet oder der Eurotunnel oder die ScanLink-Verbindung zwischen Dänemark und Schweden ist eröffnet und so weiter. Aber es hat in erheblichem Maß andere Gründe, auf die ich nachher näher eingehen will. Diese Projekte auf europäischer Ebene sind, einige habe ich bereits erwähnt, der Ärmelkanal, Eurotunnel, sind die Verbindungen zwischen Dänemark und Schweden, ScanLink genannt, sind Verbindungen zwischen Frankreich und Italien, wie das Val di Susa, was hier allmählich in Stuttgart auch bekannt geworden sein sollte, sind Brenner-Basistunnel, 57 Kilometer lang, der in Innsbruck beginnen soll und kurz nach Bressanone Brixen in Südtirol herauskommen soll, sind der Fehmarnbelt, eine Verbindung zwischen Deutschland, Fehmarn und Dänemark, womit die Tourismusinsel Fehmarn platt gemacht werden wird durch eine solche Hochgeschwindigkeitsstrecke, ist die berühmt-berüchtigte Magistrale Paris-Straßburg-Stuttgart-Bratislava,
mit S21 und Neubaustrecke ist die Brücke zwischen Sizilien oder zwischen dem italienischen Stiefel und Messina, die Berlusconi noch als letztes Geschenk ans italienische Volk und seine Baukonzerne der Mafia realisieren will. Und ist eine Sonderrolle, die nähert die neue Eisenbahn-Alpentraversale in der Schweiz mit Lötschberg-Tunnel und Gotthardtunnel, auf das ich nachher noch eingehen werde, und sind last but not least Hochgeschwindigkeitsprojekte über die Pyrenäen im Norden und im Süden, wo auch massive Bewegungen der Bevölkerung gegen die Projekte gestartet sind. All diesen Großprojekten ist gemeinsam, es geht um großräumige Verkehre, es geht um Großstadt-zu-Großstadt-Verkehre, oft um Hauptstadt-zu-Hauptstadt-Verkehre, also Paris, London, Kopenhagen, Malmö, Stockholm, Paris, Bratislava, Turin, Lyon und so weiter. Bei allen Projekten spielt Geld keine Rolle, anscheinend. Fast immer sind es Projekte, die mit gewaltigen Zerstörungen verbunden sind. Zum Beispiel, dass ganze Täler der Alpen zugeschüttet werden müssen, verfüllt werden müssen mit dem Aushub der Tunnelbauten. Dass die Ostsee umzukippen droht, weil die Meereswasseraustausch noch mehr begrenzt wird durch die ScanLink-Verbindungen, weil die Winde abgelenkt werden und damit die Ostsee umzukippen und mit Algen versetzt zu werden droht. Fast alle Projekte machen verkehrspolitisch keinen oder kaum Sinn, oft sind sie, wie Stuttgart 21, bahnverkehrszerstörende Projekte. Zu den Finanzen. Man sagt ja im Volksmund, einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Ich glaube, das ist falsch in dem Fall. Man sollte ganz genau hinsehen, was einem da geschenkt wird. Das Argument, Geld spielt ja keine Rolle, das kriegen wir ja sowieso von Berlin oder von Brüssel. Und wenn wir es nicht kriegen, dann bauen es ja andere. Das sind eigentlich problematische Argumente. Es ist so, dass alle Neubaustrecken der Deutschen Bahn AG geschenkt wurden. Dass alle Neubaustrecken, die ich vorher aufgeführt habe, also München, Ingolstadt, Nürnberg, Erfurt, Mannheim, Stuttgart, Frankfurt, Köln und Hannover, Stendal, Berlin, nicht in den Bilanzen der Deutschen Bahn AG auftauchen. Das hat positive Folgen für die Gewinne, man muss nichts abschreiben, geringe Kosten, riesige Profite. Hat aber riesige problematische Folgen für die Zukunft, weil es keine Abschreibungen vorgenommen werden auf diese Bauten und damit, wenn die Bauten sanierungsbedürftig sind oder gar neu gebaut werden sollten, die Gelder nicht da sind im Etat der Deutschen Bahn AG. Deswegen Deutsche Bahn AG auch inzwischen sagt, das muss später der Staat wieder zahlen. Also wenn jetzt schon, ich fuhr gerade wieder Berlin-Hannover, eine Strecke, die erst 10 Jahre alt ist, muss grundsaniert werden, zahlt der Staat wieder momentan. Die ein dreiviertel Jahr lang Fahrzeitverlängerung von einer halben Stunde auf der Strecke, was natürlich auch Kosten verursacht. Die Bahn rennt dafür durch den Zug und sagt, man kann jetzt Bücher gratis kriegen in der Bahn auf der Strecke. Tucholsky zum Beispiel, total klasse dafür, dass die Bahn hier etwas bummeln muss und eingleisig fahren muss. Aber das Problem ist eben, dass wenn in Summe diese Strecken fällig werden, wenn in Summe diese Strecken anstehen werden zu sanieren, wenn 30, 40, 50 Milliarden Euro wieder anstehen würden, kein Mensch glaubt, dass der Staat das Geld haben würde, das kriegt er nochmal geschenkt. Kein Mensch glaubt es. Das heißt, das gilt ähnlich auf internationaler Ebene, der Eurotunnel zum Beispiel ist privat finanziert worden. Die Eurotunnel Company hat schon zweimal Konkurs hingelegt. Wir müssen immer wieder neue staatliche Gelder reinfließen, um den Eurotunnel wieder zu refinanzieren, wieder einigermaßen flott zu machen. Und langfristig wird auch klar sein, nach 10, 20 Jahren, wenn die Grundsanierung ansteht, schon zwei riesige Brände waren im Tunnel, gibt es einmal einen Brand, wo sogar das Betongewölbe im Stahl geschmolzen ist, bis zu den Kreidefelsen hoch. Wenn eine Grundsanierung anstehen sollte, ist absolut unwahrscheinlich, dass der Staat neu zahlen wird, und es ist absolut unglaubwürdig, dass Private sagen würden, dieses Investment machen wir nochmal, nachdem bewiesen wurde, das geht man einfach bankrott. Das war auch so gar nicht geplant. Ich habe ein nettes Zitat im alternativen Geschäftsbericht gefunden, von einem gewissen Herrn Heinz Dürr. Heinz Dürr war ja mal Bahnchef gewesen, und er schrieb 1992 im Geschäftsbericht der Deutschen Bundesbahn, ich zitiere: Wir werden darauf achten, dass die Deutsche Bahn AG von Beginn an zwingend marktorientiert sein wird.
für das Fernstraßennetz, Fernstreckennetz, Entschuldigung, für das Fernstreckennetz einschließlich der Netzknotenbereiche sind beispielsweise im Bundesverkehrswegeplan bis zum Jahr 2010 Investitionen von über 100 Milliarden D-Mark vorgesehen. Deckt sich mit den 50 Milliarden Euro, die ich vorher zitiert habe. Weiter dürfen. Da die Deutsche Bahn AG diese vom Staat vorfinanzierten Investitionen über die Abschreibungen verdienen muss, wird das wirtschaftliche Kriterium für Aus- und Neubau in Zukunft eine weit wichtigere Rolle spielen als heute. Zitat Ende. Es wird aber nicht abgeschrieben. Ja. Heißt, Dürr hat richtig gesagt, betriebswirtschaftlich müssen wir das abschreiben und damit am Ende wieder selber zahlen. Aber die Strecken tauchen nicht in der Bilanz, alle Strecken, keine einzige Neubaustrecke taucht irgendwo in der Bilanz der Deutschen Bahn AG auf. Im Widerspruch zu dem, was die Bahn behauptet hat, das heißt, es wird ein Desaster werden, wenn diese Strecken im größeren Umfang renovierungs- oder erneuerungsnotwendig sind. Die große Frage ist damit, warum sind all diese Projekte und warum ist Hochgeschwindigkeitsverkehr insgesamt verkehrspolitisch nicht oder wenig sinnvoll und oft sogar zerstörerisch. Das hängt mit dem Charakter der menschlichen Mobilität. Ich möchte sogar, als ihr mit dem großen Latinum sagen, mit dem Begriff Mobilitas, Mobilitatis, Feminin oder Mobilis, Mobile, beweglich sein oder Beweglichkeit zusammen. Das heißt, Mobilität heißt nicht Kilometerfraß. Mobilität heißt nicht möglichst viel Zeit in Zügen, in Autos zu bringen. Mobilität heißt, um die Lebensachse herum beweglich sein. Damit ist gemeint, dass die normalen menschlichen Mobilitätsbedürfnisse, nämlich zur Arbeit zu kommen und zurück, zur Ausbildung zu kommen und zurück, einkaufen können und zurück, Freizeitverkehr realisieren zu können und zurück und Urlaubsverkehre haben zu können und zurückzukommen, die entscheidenden Mobilitätsbedürfnisse sind. Diese Mobilität der Menschen ist in der Regel relativ kleinräumig. Oder sie könnte kleinräumig organisiert sein. Das drückt sich durchaus im klassischen Eisenbahnverkehr wie folgt aus. 90% des gesamten Eisenbahnverkehrs beim Verkehrsaufkommen, das ist die Zahl der Fahrten in der Eisenbahn, sind Nahverkehr. 90%. Wobei jetzt da eine Fahrt von euch von Schondorf nach Stuttgart Hauptbahnhof gleich gefährdet wird, als eine Fahrt, wie meine Fahrt heute von Wilhelmshorst in Brandenburg nach Berlin Hauptbahnhof und nach Schondorf. Ja, auch eine Fahrt. Mein Zweck der Fahrt war, ein Referat in Schondorf zu halten. Der Zweck von euch war vielleicht, zur Arbeit nach Stuttgart zu kommen oder einzukaufen, eben zu besuchen. Das sind Fahrten. 90% dieser Fahrten sind Nahverkehre im Bereich von 50 Kilometer und weniger. Wenn ihr jetzt sagt, Personen, ihre Mobilitätsbedürfnisse interessiert Herrn Grube und Co. einen Scheißdreck. Die interessiert die Leistung. Wie viel wird gefahren auf der Bahn in Kilometern? Auch da ist verblüffendes Ergebnis. 50% der Personenverkehrsleistung auf der Schiene sind Nahverkehr. 50% der gesamten Leistung im deutschen Schienenverkehr sind Verkehre unter 50 Kilometer. Dritte Ebene. Wenn man sagt, auch das interessiert Herrn Grube wenig, weil der Nahverkehr wird subventioniert, zahlt der Staat ja drauf. 70% Nahverkehr sind Regionalisierungsmittel, die Baden-Württemberg bekommt und damit Nahverkehrsleistungen bestellt. Daher immer profitabel. Egal ob privat oder DB Regio drauf rumrutscht. Wenn man sagt, nur der Fernverkehr interessiert die Deutsche Bahn AG, dann sieht die Zahl folgendermaßen aus. Die durchschnittliche Reiseweite im deutschen Fernverkehr auf der Schiene liegt inzwischen bei 250 Kilometer Entfernung. Das heißt, die Hälfte der Fahrten im Fernverkehr liegt drunter, die Hälfte drüber. Durchschnitt 230 Kilometer. Bei 230 Kilometer im Schnitt ist die Frage, ob du jetzt Wendingen-Ulm 10, 15 Minuten einsparst oder ob du 15 Minuten länger fährst, relativ irrelevant, weil es sind Minuten, um die es geht. Die entscheidende Frage ist mehr, was kostet das Ganze? Fährt der Zug pünktlich? Kriege ich einen Platz? Gibt es Komfort? Gibt es vielleicht ein Bistro mit passablen Preisen? Und so, das sind weit, weit wichtigere Kriterien als Kriterien der Geschwindigkeit. Das Argument, die Leute fahren ja auch Berlin, Stuttgart ist
relativ lächerlich. Ich mache das, aber die Zahl der Leute, die einen 500 Kilometer fahren, ist relativ gering. Und Herr Medern, ein bekannter Bahnchef, der zum Glück in Vergessenheit gerät, hat immer gesagt, mehr als 3,5 Stunden im Zug sitzen ist Tortur. Macht er nicht, hat der Bahnchef gesagt und entsprechend die Bahn auch orientiert. Das heißt, die Masse der Verkehre ist relativ kleinräumig. Darauf müsste sich eine Eisenbahn konzentrieren, auf diese Kleinräumigkeit, in der Fläche Präsenz und so weiter. Aber wahr ist auch, wenn den Menschen angeboten wird, super schnell und super weit und super billig Mobilität wahrzunehmen, dann nehmen sie das Angebot an. Also wenn ein Solarium in Stuttgart pro unter die, wie nennt man das, unter die Haube legen, 7, 8 Euro kostet und 10 Mal in 70 Euro kostet, und für den gleichen Preis von 10 Mal nach Marseille fliegen kann, sich natürlich bräunen kann, ist es gesünder, möglicherweise, kriegt weniger Hautkrebs vielleicht in Marseille als in einem Solarium in Stuttgart und sogar zum Teil billiger. Ist absurd natürlich das Angebot, weil niemals die Kosten dieses Fluges integriert sein können in den Flugkosten. Aber wenn die Politik einen solchen liberalisierten Flugverkehr anbietet, muss sie nicht wundern, dass Millionen Leute sagen, warum soll ich im Kegelclub im Sauerland fahren, wenn es viel billiger ist, 20 Mal so weit zu fliegen und da einen Kegelclub-Ausflug zu machen. Warum aber gibt es diesen verkehrten Verkehr, wenn es so einsichtig ist, dass Hochgeschwindigkeitsverkehre, Großprojekte, Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, Stuttgart 21 unsinnig, ja zerstörerisch sind? Eigentlich ist naheliegend, man spricht ja hier in Stuttgart von einer Spätzle- oder Maultaschen-Connection, was ich ungern sage, weil es meine Leibspeisen sind oder meine Lieblingsgerichte sind. Aber klar ist schon, dass diese Art von Lobbypolitik maßgeblich dafür ist, dass gegen Ratio, gegen gesunden Menschenverstand solche Projekte realisiert werden. Es geht um interessensgelenkte Verkehrs- und Bahnpolitik. In der heutigen Wirtschaft dominieren im Verkehrssektor Auto und Flugzeug. Es geht ganz grob gesagt in der Verkehrs- und Bahnpolitik der Europäischen Union und Deutschlands, egal welche Verkehrsminister bisher regiert haben, darum, dass die Eisenbahn nicht als Systemalternative sich entwickeln darf. Dafür gibt es diesen absurden Begriff der integrierten Verkehrsorganisation, wo gesagt wird, jeder Verkehrsträger hat seine Systemvorteile, wir integrieren das alles. Faktisch heißt es, man stützt die Eisenbahn zurecht auf wenige Aspekte, ausgerechnet auf Hochgeschwindigkeitsstrecken, wo es im Grunde eindeutig defizitär fährt, wenn volkswirtschaftlich alles zusammengerechnet wird. Und Eisenbahn darf vor allem seine Systemvorteile nicht zur Geltung bringen. Zum Beispiel darf Eisenbahn nicht darlegen, dass man Strom durch Windenergie, durch Sonnenenergie massenhaft gewinnen könnte, dass die Eisenbahn sich präsentieren könnte als das Verkehrsmittel, was in relativ kurzer Zeit von 10 Jahren, wie es Hermann Scheer ausgerechnet hat, auch wirklich mit regenerativen Energien gefahren werden könnte. Stattdessen fährt die Deutsche Bahn AG mit Atomstrom und ist beteiligt an Atommeilern. Es gab einen Brief, den Hermann Scheer, den damaligen Chef von Station und Service, also von den Bahnhofsgebäuden geschickt hat, ich glaube 2002, wo der DB AG Bahnhöfe vorgeschlagen hat, dass alle Bahnhofsdächer mit Photovoltaik ausgerüstet werden sollten. Was es bringen würde, die Bahn ist der größte Gebäudevorhalter in ganz Deutschland. Ich kann die Fläche jetzt nicht auswendig sagen, gigantische Flächenbahndächer, die da wären, die dann mit dem regenerativen Energieeinspeisungsgesetz bedeuten würden, dass entweder direkt die Bahn Strom beziehen kann oder eben die Stromkonzerne der Bahn Geld geben müssten für die eingespeisten Strome von den Bahnhofsdächern. Die Bahn ist niemals darauf eingegangen und macht es im Grunde nur als kleine Spielereien bei manchen Bahnhofsdächern und sagen, wir können ja auch ein bisschen grün lackiert was machen, aber nicht ernsthaft. Die mit Öl, Auto, Flugzeug zusammenhängen, materialisierbar sind. Ich habe mehrmals in Büchern vorgerechnet, wenn man die Global 500, das heißt die 500 größten Konzerne der Welt, nimmt, die jedes Jahr in der US-amerikanischen Wirtschaftszeitung Fortune veröffentlicht werden, jetzt wieder im Juli, August am Bahnhofskiosk in Stuttgart erhältlich, wo immer 50 oder 100 Seiten nur alle 500 größten Konzerne der Welt mit Adresse, mit Umsatz, mit Profit, mit Beschäftigtenzahlen, mit Website, mit Telefonnummer, mit Faxnummer und so weiter dokumentiert werden. Wenn man die nimmt und da getrennt bei den 500 größten Kreuzchen macht, Ölkonzerne,
ölverarbeitende Konzerne, Autokonzerne und zwei Flugzeugbauer, Boeing und EADS. Dann kommt raus, ein Drittel des gesamten addierten Umsatzes oder auch ein Drittel des addierten Profites entfallen nur auf die Gruppe Öl, Auto, Ölverarbeitung und Flugzeug. Das ist mit Abstand die mächtigste Lobbygruppe, auch größer als die Bankgruppe, innerhalb der Gruppe der 500 größten Konzerne der Welt. Man kann das konkretisieren und runterbrechen auf die Deutsche Bahn AG, wo eben auch diese Interessensverflechtung direkt in den Personalbereich reingeht, wo eben die Leute Heinz Dürr, Hartmut Mehlern oder Rüdiger Grube direkt für die Daimler-Kontinuität stehen, personell auch das ganze Top-Management durchsetzt ist von Leuten, die völlig andere Interessen, aber niemals Bahninteressen vertreten haben, auch nicht vertreten werden. Jüngst aktuell, vor einer Woche, wurde bekannt, das Kartell der Schienenfreunde. Nennen Sie es so, Schienenfreunde. Ein Kartell der gesamten europäischen Bahnindustrie, die im Jahr 1998 sich zusammengetan haben, bis im Jahr 2008 zusammengewirkt haben, wo alle Stahlkonzerne Europas gemeinsam sich verschworen haben, clandestin verschworen haben, dass alle Schienen an die Deutsche Bahn AG und sicherlich auch in die anderen europäischen Bahnen zu 30-50% überteuert verkauft wurden. Diese Leute trafen sich regelmäßig bei Da Bruno. Da Bruno ist, ist dieses kriminelle Restaurant in Duisburg, wo auch diese 8 Leute erschossen wurden von der Mafia vor einigen Wochen. Regelmäßig bei Da Bruno als Schildchen am Tisch Schienenfreunde. Das Ganze flog auf, weil der Milliardär Mittal, der indische Milliardär Mittal, vor einigen Jahren zunächst den britischen Stahlhersteller British Steel, glaube ich, heißen Corlos inzwischen, und später Katowice Stahl aufgekauft hat und dann Mittal an die Deutsche Bahn AG herantrat und sagte, wir können für 30% billiger anbieten, weil er seine Bücher anguckt, warum sollen wir nicht versuchen, bei der Bahn Stahl loszuwerden, wo auch einen dicken Profit machen, aber 30% billiger. Da er Mittal einsteigen und bei der Bahn, da stimmt irgendwas nicht, ja, warum kaum 10 Jahre lang, sagen wir 30% zu viel. Wir alle schienen auch weichen. Inzwischen wahrscheinlich wird es noch mehr sein. Das Ganze ist noch heftiger durch folgenden Vorgang, wenn ich jetzt zum ersten Mal öffentlich referiere. Thyssen hat über die Jahre hinweg die Deutsche Bahn AG laut Kartellamt allein um 1 Milliarde Euro erleichtert. Also um 1 Milliarde zu teuer Stahl verkauft. Um 1 Milliarde, nur die Deutsche Bahn AG, noch nicht ÖBB, SEB und so weiter. 1 Milliarde zu viel Gelder kassiert. Ich habe berichtet, dass die, nein, ich habe nicht berichtet, Entschuldigung, dass die meisten der aufgeführten Großprojekte, nämlich Ärmelkanal, ScanLink, Brennerbasistunnel, Pyrenäenpassprojekt, Messina-Brücke und so weiter, dass die meisten dieser Projekte als TEN, Trans-European Networks, bei der Europäischen Union geführt werden. Dass die meisten der Projekte, auch Stuttgart 21, auch diese Bratislava-Paris-Verbindung, sind Projekte, die die Europäische Union als ihre Projekte, Verkehrsprojekte, pusht und aufgestellt hat. Nun gibt es in der Europäischen Union eine Gruppe, die nennt sich ERT, European Round Table. Der ERT ist eine Art geheimtagendes Zentralkomitee der europäischen Konzerne. Im ERT, aufrufbar im Netz unter www.ert.com, im ERT sind die 52 wichtigsten Bosse der europäischen Industrie zusammengeschlossen, die sich zweimal im Jahr treffen. Dieser ERT hat im Jahr 1985 einen Text veröffentlicht, 85. Der heißt Missing Links. In dem wurde propagiert, dass Großprojekte realisiert werden müssen, wie Ärmelkanal, wie Alpentunnel, die Verbindung Dänemark, Schweden und so weiter, damit die Warenfreiheit in Europa realisiert werden kann. Und der ERT rühmt sich auf seiner Website, dass ihre Missing Links Projekte weitgehend 1:1 mit der Europäischen Union übertragen wurden in die TEN-Projekte im Jahr 92. Das heißt, eine Lobby, die Interesse daran haben muss, in dieser Zirkulationsfreiheit für die Waren, entwickelt ein Projekt, schafft es, dass die Europäische Union das fast 1:1 übernimmt und rühmt sich offen auf ihrer Website, dass sie es geschafft hat, es so zu übertragen, so schmackhaft zu machen, die Europäische Union und die europäischen Steuerzahler dies finanzieren. Zum Schluss, welche Alternativen gibt es? Ich finde es generell nicht schlimm, wenn man nur gegen was ist. Man kann sagen, dass man im Sinne des guten Begriffes konservativ, konservare, erhaltend tätig ist und sagt, der Kopfbahnhof in
Stuttgart macht Sinn, der muss erhalten werden. Es ist absurd, einen Kellerbahnhof zu schaffen und den oberen Bahnhof in den Bodenabbau zu zerstören. Trotzdem gibt es darüber hinausgehend Alternativen. Das sind keine reinen Nein-Sager, Alternativen, die ich generell bei der Verkehrspolitik seit dem Jahr 85 auf die Formel 3Vs gebracht habe, nämlich erste Maxime der Verkehrspolitik müsste sein, Verkehr zu vermeiden. Zweite müsste sein, kürzere Verkehrswege zu schaffen. Dritte müsste sein, Verkehr zu verlagern. Vermeiden, verkürzen, verlagern. Vermeiden ist weiterhin der entscheidende Punkt, weil man sonst die Falle präsentiert bekommt, zu sagen, aber der jetzige Verkehr passt doch niemals auf ein Schienennetz. Es wird niemals möglich sein, diesen Flugverkehr, diesen Verkehr auf den Autobahnen von LKW, von PKW auf die Schiene zu verlagern, auch wenn das Schienennetz verdreifacht werden würde, was zum Teil stimmt oder weitgehend stimmt. Aber der Hauptpunkt wird der sein, zunächst mal zu überlegen, welcher Verkehr, der heute gefahren und geleistet wird, ist denn notwendiger Verkehr? Und ist Verkehr, der mit menschlichen Bedürfnissen direkt korreliert ist. Und ich sage mal, ein erheblicher Teil der Personenverkehre und 80-90% der Güterverkehre sind nicht notwendige Verkehre, sind Verkehre, die durch falsche Strukturen erzwungen wurden. Also wenn die westdeutschen Bürgerinnen und Bürger im Jahr 73, Stichwort Ölkrise, Stichwort Willy Brandt, Stichwort Konsumgesellschaft, Stichwort keine Arbeitslosigkeit, 200.000 Menschen waren arbeitslos im Jahr 73. Wenn damals ein westdeutscher Bürger, eine westdeutsche Bürgerin im Jahr 7.000 Kilometer zurückgelegt hat, am Kilometer, gleich viel Urlaub wie heute im Großen und Ganzen. Aber heute der gleiche Bürger, gesamtdeutsch, 14.000 Kilometer zurücklegt, da kann keiner mehr sagen, er ist irgendwie mobiler geworden. Man muss ja untersuchen, warum er doppelt so weit fährt zum Einkaufen, doppelt so weit fährt zum Berufsverkehr zu machen, meistens 3 bis 4 Mal so weit fährt, um Freizeitverkehr zu realisieren. Hat zu tun mit Zerstörung der Nähe primär. Oder nehmen wir das Projekt NEAT, neue Eisenbahn, Alpentraversale, Lötschbergtunnel, Gotthardtunnel in der Schweiz. Kann man sagen, es ist ein Schienenprojekt, kann man sagen, ist an sich nicht schlecht, die LKW-Verkehre durch die Schweiz sollen auf die Schiene gezwungen werden. Aber die Unterstellung, dass der europäische alpenquerende Verkehr sich verdoppeln muss in den nächsten 15 Jahren, ist eine Unterstellung, die nur dadurch entsteht, dass absurde arbeitsteilige Güterverkehre produziert und provoziert werden, die durch eine allgemeine Subventionierung, Verbilligung aller Verkehrsarten zustande kommen. Es ist heute schon so, dass die meisten Schiffe aus Asien in Genua landen, dann per Küstenverkehre, die Waren nach Rotterdam transportiert werden, dann auf Eisenbahn verladen werden, wieder quer durch Europa, auch durch die Schweiz wieder runtergefahren werden. Das sind normale Verkehre heute. Es ist heute auch so, das ist ein krasses Beispiel, ihr kennt das Beispiel vom Joghurtbecher, der durch Europa reist, aber ein Beispiel, was ich gefunden habe, ist, dass alle Walnussbestandteile im Mövenpick-Eis aus China kommen. Und dass Walnüsse in Europa kaum mehr geerntet werden, weil es lohnt sich nicht, das Bücken. Das Bücken bei Walnussbäumen in Europa ist teurer, als Walnüsse aus China nach Europa zu bringen und ins Mövenpick-Eis reinzubringen. Das sind absurde Verkehrsformen, die produziert werden und die provoziert werden und die extreme Verbindung dieser Projekte. Das heißt, wenn man jetzt im Rheintal diskutiert über Lärmschutz bei einer Verdopplung des Güterverkehrs aus Rheintal, sage ich ja, bin ich auch dafür. Nun muss man zunächst mal fragen, warum muss der Güterverkehr auf Schienen durchs Rheintal sich verdoppeln? Was für ein Verkehr ist es? Was für Produkte werden da gefahren? Und können die nicht auch regional hergestellt werden mit einer entsprechenden Produktpolitik, die eben Obst aus Bodenseegebiet oder Obst aus Potsdamer Region und so weiter bevorzugt, anstelle von Obst aus Chile, aus Südafrika, aus Israel und so weiter. Und wenn man dann sagt, man möchte Papaya-Frucht auch wirklich genießen, tolles Produkt, was nicht auf Usedom und nicht am Bodensee angebaut werden kann, dann soll es halt 7 Euro kosten. Dann schenkt man halt seine Geliebten für 7 Euro einem eine Papaya-Frucht, dann ist der Transport auch real drin, die darf aber nicht billiger werden, als wie jetzt eine Apfel oder Birne aus deutschen Landen. Zur Frage von verkürzten Verkehren, auch nochmal ein Beispiel aus dem Güterverkehr. Wir hatten in Deutschland im Jahr 94 noch 15.200 Gleisanschlüsse. Das heißt, Industriebetriebe direkt ans Eisenbahnnetz angeschlossen.
Wir haben seit der Bahnreform 94 diese Gleisanschlüsse von 15.200 auf 3.500 abgebaut. Gleichzeitig wächst der Güterverkehr auf der Schiene. Wird gefeiert, toll, die Schiene gewinnt an Marktanteil. Das ist völliger Quatsch. Was wächst, ist der fernräumige Verkehr von Madrid über Deutschland, Frankreich und so weiter nach Polen oder von Schweden nach Italien und so weiter, auch auf Gleisen. Aber was kaputt gemacht wurde, war der feinteilige Verkehr auf Schienen, wo Betriebe direkt angeschlossen wurden. Ich kenne Unternehmer in Heidenheim und anderswo, die haben direkten Gleisanschluss gehabt. Den wurde gegen ihren Willen der Gleisanschluss gekappt von der Bahn AG, wird sie angeblich nicht rentieren, die waren bereit auf mehr zu zahlen und stattdessen eben diese weiträumigen Verkehre befördern. Schließlich und endlich geht es darum, Verkehre zu verlagern, die Verkehre, die geblieben sind, auf Füße, zu Fuß gehen, auf Pedale, Fahrradfahren, auf öffentliche Verkehre, in Städten und so weiter, Straßenbahn und auf die Schiene allgemein. Und dafür kann man auch Programme entwickeln. Wir haben ein Programm entwickelt im Mai 2009, wo wir, das heißt wir, war die britische Gewerkschaft RMT, Rail Maritime Transport Union in Großbritannien, die Grünen NRW und das Bundesbahn für alle, eine gemeinsame Konferenz gemacht haben, europäische Verkehrswende jetzt oder Reverse European Transport Policy Now, und auf der Basis ein Programm veröffentlicht haben, was ich damals nannte Rail Europe 2025 oder Schiene Europa 2025, wo wir konkret vorgerechnet haben, was in Bezug auf Ausbau des europäischen Schienennetzes, Wiederherstellung von 250.000 Kilometer Länge statt 220.000 Kilometer, in Bezug auf Elektrifizierung des Schienennetzes, in Bezug auf Umbau von Stromgewinnung aus regenerativen Energien anstatt Atomstrom und Kohlestrom und so weiter, in Bezug auf Bahnhof, Revitalisierung und so weiter investiert werden könnte, nach vorgerechnet haben, dass das in relativ schneller Zeit sich amortisieren und rechnen würde. Ich habe gleichzeitig etwas kleinteiliger dann im Wahlkampf in Baden-Württemberg ein Programm vorgelegt, das nannte sich Bahnsinniges Baden-Württemberg, wo ich vorgerechnet habe, dass in Baden-Württemberg wir auf dem Gebiet von Baden-Württemberg eine Fläche, in der Fläche ungefähr 1500 Kilometer mehr Schienennetz hatten nach dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Ersten Weltkrieg, dass diese Schienennetz wieder aufgebaut werden müssten, wo ich dargelegt habe, wie notwendig eine Elektrifizierung des baden-württembergischen Schienennetz wäre, wo 50% nur elektrisch betrieben sind, wo ich vorgelegt habe, dass wir in Baden-Württemberg in 50 Jahren noch 750 Bahnhöfe hatten und jetzt nur noch 200 oder nur 150 Bahnhöfe mit Servicefunktionen haben und so weiter, wie wichtig es wäre, diese Servicefunktionen und die Bahnhöfe zu revitalisieren und so weiter. Zu all diesen Projekten und diesen Programmen und diesen Alternativen gibt es drei Gegenargumente. Das erste Gegenargument heißt, es kann nicht bezahlt werden. Das zweite Gegenargument oder Totschlagargument heißt, aber die Arbeitsplätze in der Autoindustrie. Und das dritte Totschlagargument heißt, dafür gibt es keine Mehrheit. Zum ersten Argument, es kann nicht bezahlt werden, es ist genau umgekehrt. Diese Art von Verkehr, den wir uns momentan leisten, Flugzeug, Auto und so weiter, kommt uns extrem teuer zu stehen, in Bezug auf Klima, Umwelt, Tote und Verletzte, aber auch volkswirtschaftlich gesehen. Und umgekehrt kann ich bei all den Projekten, die ich vorgetragen habe, sei es jetzt europaweit, Schiene Europa 2025, sei es baden-württembergweit oder deutschlandweit, vorrechnen, dass diese Projekte sich dann in 10, 15 Jahren rechnen würden, also Umbauprojekte, wenn die externen Kosten des Verkehrs einigermaßen berücksichtigt werden würden. Und zwar externe Kosten, die in der allgemeinen Verkehrspolitik heute völlig anerkannt sind. Ich rede nicht von imaginierten Kosten von Ökologen, die nicht anerkannt sind. Ich rede von Kosten, die heute allgemein, auch von Herrn Ramsauer, auch von der europäischen Schienenpolitik und Verkehrspolitik, gesagt hat, ja, es stimmt, dass in der Europäischen Union 650 Milliarden Euro im Jahr an externen Kosten des Flugverkehrs, des Autoverkehrs anfallen. Also sprich, 8% des Bruttoinlandprodukts der Europäischen Union sind externe Kosten von Flugverkehr und Straßenverkehr. Offizielle Zahlen der Europäischen Union, die, wenn die einigermaßen berücksichtigt werden würden, sofort zu einem Umbau des Verkehrsstruktur führen würden. Zweitens, Autoarbeitsplätze. Ich habe gerade für Baden-Württemberg, weil es immer heißt, da ist es besonders sensibel, wo ja auch
der Ministerpräsident des Landes sofort glaubte, dass er sich gut mit Porsche, Daimler und so weiter stellen müsste, nochmal die Zahlen mir genau angeguckt. Die offizielle Zahl von Baden-Württemberg lautet, wir haben 180.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Fahrzeugbau von Baden-Württemberg. Wir haben gleichzeitig in Baden-Württemberg aber 280.000 Beschäftigte im Maschinenbau. Wir haben sogar mehr Lehrpersonal in Baden-Württemberg als in der Autoindustrie beschäftigt werden. Wenn man nur mal überlegt, dass die Stärke der Erzieherinnen in Finnland oder Schweden oder Dänemark doppelt so groß ist, gemessen an den Gruppenstärken im Kindergarten, dass die Schulklassen halb so groß sind in skandinavischen Ländern als in Deutschland, was da ein Potenzial wäre, was aufgebaut werden müsste, auch überlegt, was im Maschinenbau Potenzial wäre, um in Richtung Energiewende, Verkehrswende eingesetzt zu werden, ist das Argument mit den 180.000 Jobs in Baden-Württemberg Autoindustrie relativiert. Wobei generell ja gesagt werden muss, diese Jobs werden von der Autoindustrie vernichtet. Die Autoindustrie orientiert darauf, nach China, nach Indien, nach Brasilien verlagert zu werden, weil die Märkte in Europa relativ gesättigt sind und hier auch die Roboterisierung, die Automatisierung der Arbeitsplätze und der Arbeitsvorgänge in der Autoindustrie relativ vorangeschritten ist und noch weiter gesteigert werden wird. Letzter Aspekt, Mehrheiten. Es ist klar, wenn man in Schondorf auf den Markt geht und sagen würde, man will die Autoindustrie in Deutschland so schnell wie möglich abschaffen und die Bahn allein fördern, das kommt nicht so gut an. Sobald man aber konkrete Einzelprojekte vorträgt, in Bezug auf Tempo 30 Zonen, in Bezug auf Tempolimit, in Bezug auf Förderung von öffentlichen Verkehren, in Bezug auf sanften Tourismus, in Bezug auf Schieneförderung allgemein und so weiter, in Bezug auf Kritik an der Bahnprivatisierung, kann man feststellen, dass man damit, dann wenn man Kampagnen machen kann, wenn man auf die Straße gehen kann, wenn man Medien erreichen kann, wenn man breit Publizität erreichen kann, durchaus punkten kann. Es gibt zum Beispiel in Deutschland seit dem Jahr 74, also Westdeutschland, seit der Ölkrise, klare Mehrheiten für Tempolimits auf Autobahnen. Seit 74. Bei Frauen mehr als bei Männern, sogar bei Autofahrern eine knappe Mehrheit für Tempolimits. 40 oder 30 oder 20 mag dann debattiert werden. Es gab sogar einen Beschluss des SPD-Parteitags vom Oktober 2007, wogegen die gesamte Riege der Führung irgendwelche Delegierte beschlossen haben, mehrheitlich Tempo 120 müsste auf Autobahnen umgesetzt werden. Hat am gleichen Abend noch die SPD-Linke Frau Nahles gesagt, das lässt sich nicht umsetzen, nicht durchsetzen. Die Frage ist, gegenüber wem nicht durchsetzen? Nochmal, in der Bevölkerung ist ganz klar, nach allen zwei Umfragen gibt es eine Mehrheit dafür. Wenn man sagt, das lässt sich nicht durchsetzen, ist gemeint, das kann man gegen die Autolobby nicht durchsetzen, auch in der eigenen Partei. Das ist im Grunde damit gemeint. Wir haben erreicht mit der Kampagne gegen die Bahnprivatisierung von Bahn für alle, dass in der Zeit von 2005 bis 2009 es eindeutig die repräsentativen Umfragen ergeben haben, dass von Jahr zu Jahr die Leute mehr in Richtung öffentliche Bahn und weg von private Bahn gegangen sind. Wir hatten im Jahr 2005 offizielle Umfragen, die noch sagten, 30% für privatisierte Bahn, 50% für Beibehaltung öffentliche Bahn, ein Viertel hatte keine Meinung. Wir haben seit 2008, 2009 ungefähr 70% für öffentliche Bahn, nur noch 18% für privatisierte Bahn und ganz wenige, die keine Meinung mehr haben. Das heißt, da hat eine lange Kampagne, eine lange intensive Arbeit gewirkt. Und ich schließe, wie ich schon begonnen habe, mit einem historischen Zitat, nämlich ein Zitat von Heinrich Heine. Heinrich Heine hat einen Satz geschrieben, der oft auftaucht zur Eisenbahn, der sehr romantisch und sehr schön klingt. Der Satz lautet, durch die Eisenbahn wird der Raum getötet und es bleibt uns nur noch die Zeit übrig. Er lebte damals in Paris. Weiter Zitat Heine. Mir ist, als kämen die Berge und Wälder aller Länder auf Paris angerückt. Ich rieche schon den Duft der deutschen Linden. Vor meiner Tür brandet die Nordsee. Zitat Ende. Dieses Zitat wird immer genauso, wie ich es jetzt vorgelesen habe, vorgetragen. Und auch ich habe es 20 Jahre lang so und zwar falsch zitiert. Weil immer vom anderen abgeschrieben wird und niemals
im Original Lutetia Heinrich Heine nachgelesen wird. Ich habe jetzt zum ersten Mal in dem Buch Verkehr, Umwelt, Klima, die Globalisierung des Tempowahns, das Zitat im Original, gelesen und aufgeschrieben. Und es heißt folgendermaßen, genau, also die Auslassung wird jetzt hier ausgefüllt. Durch die Eisenbahnen wird der Raum getötet und es bleibt uns nur noch die Zeit übrig. Hätten wir nur Geld genug, um auch die Letztere anständig zu töten, wir würden es tun. Und dann, mir ist, als kämen die Berge und Wälder aller Länder auf Paris angerückt. Das heißt, Heine war weit politischer, als man denkt. Er drückt damit aus, dass Geld ein Faktor ist, dieser Vernichtung von Zeit und Raum, und dass damit im Grunde auch Nähe vernichtet wird und dass dieses Geld eben heute auch massiv da ist, dieses Kapital, was in Auto, Flugzeug angelegt ist, in erheblichem Maß verantwortlich dafür ist für die Zerstörung von Nähe, für die Produktion von Weite und damit auch für die Zerstörung von Klima, Umwelt, Kultur und zum Teil auch Demokratie. Dankeschön. Herr Giesner, ich bin hier von der örtlichen Attac-Gruppe. Vor 3 oder 4 Wochen kam in Kreisstadt ein Film über Lothar Basis 4. Und wir haben die schönen Bilder gezeigt mit den Bildbohrmaschinen. Und am Schluss kam jemand, leider ging es so schnell, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Der hatte sehr kritische Worte und sagte am Schluss, der Basistunnel wird nie wirtschaftlich sein und die Kosten werden an den Schweizer Steuerzahler hängen bleiben. Die Gesamtkosten betrugen 8 Milliarden und bei einer Vollkostenrechnung habe ich mir mal ausgerechnet, das ist Euro oder Franken? Oh, ich glaube, das waren Franken. Bei einer Vollkostenrechnung bin ich dann dahinter gekommen, wenn da 50 Züge fahren, wird also jeder Güterzug mit etwa 30.000 Euro belastet. Und da ist mir dann klar geworden, dass der Mann da im Fernsehen gesagt hat, dass der Basistunnel wahrscheinlich gar nicht so ausgelastet wird, weil die Güterzüge dann andere Routen wählen. Haben Sie darüber nähere Informationen? Also, das ist eine gesamte NEA-Projekt, das gesamte, ja, das ist Lötschberg und. Gott hat es bei 24 Milliarden Franken, wäre also vielleicht 17 Milliarden Euro. Da könnte sein, dass die Zahl, die Sie genannt haben, der Gott hat in Euro wäre, würde ich mal grob schätzen, aber wusste ich so genau. Bei Franken bin ich mir ganz sicher, über 20 Milliarden Franken. Und es war, dass dieser Betrag teilweise aus der Schwerverkehrsabgabe der Schweizer finanziert wird, aber höchstens Mittel ungefähr, teilweise Kredite sind, die die SBB aufgehalst bekommt, die Schweizerische Bahn wird sich damit verschulden und sie hoffen eben, dass genügend Verkehre dann durch den Gotthard und Lötschberg geschleust werden, um das wieder reinzufahren. Ob es Umwegverkehre gibt, es kann gut sein, dass Verkehre dann über den Brenner fahren oder ja, über Frankreich, weiß ich nicht genau, was da gefahren werden kann, weil die Susa zum Beispiel, Frankreich und nach Italien darunter. Sicher ist jedenfalls, dass die Zulaufstrecken zur NEAT, also Rheintalstrecke, Offenburg-Basel und so weiter, oder auch die Strecke über Lindau, Prägen und so weiter, und München, dass sie nicht ausreichend ausgebaut werden und dass die Schweiz jetzt gerade, ich glaube gestern oder vorgestern war Herr Füglisthaler, der Staatssekretär im schweizerischen Verkehrsministerium bei Herrn Ramsauer, weil sich bitterlich beklagt, dass eben, wenn der Gotthardtunnel fertig sein wird, niemals der erwartete und auch per Staatsvertrag mit Deutschland zugesagte Ausbaustandard in Deutschland da wäre, um die entsprechenden Verkehre von Deutschland aus in das Schweizer Netz und dann in Gotthard und Lötschberg rein zu lenken. Ob es Absicht ist oder nur Blödheit ist, dass die Deutschen ihre Netze nicht rechtzeitig ausgebaut bekommen, mag dahingestellt sein. Sicher ist jedenfalls, dass daran es teilweise scheitern wird. Aber das Projekt selber, habe ich auch generell schon gesagt, ist eben problematisch. Warum muss der Güterverkehr über die Alpen weiter sich verdoppeln? Es ist auch ein Energieproblem. Herr Knoflacher von der Uni Wien hat vorgerechnet, dass die Züge, wenn sie so fahren, wie jetzt geplant, durch den Gotthardtunnel, wesentlich mehr Energie verbrauchen werden, als wenn die Züge über den Gotthard geleitet werden würden, weil die Züge mit Tempo 200 oder Tunnel fahren, da gibt es genaue Rechnungen, wo der
Luftwiderstand bedeutend größer ist, entsprechend der Energieaufwand gigantisch oder relativ groß ist, wenn man mit diesen Geschwindigkeiten, was dann auch notwendig wäre, wenn man diese Massen da durchbringen will durch den Gotthard, wenn das gefahren werden soll. Ja, insgesamt ist es ein Projekt, was ja auch die Europäische Union der Schweiz aufgezwungen hat. Ich war zwischen 1995 und 2002 Mitglied im Deutschen Bundestag und damals immer im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages. Und ich erinnere mich sehr gut daran, wie vor allem die FDP und die CDU-CSU-Kollegen immer händereitend gesagt haben, wir werden die Schweiz noch klein kriegen, wir werden die Schweizer SBB noch klein kriegen und so weiter. Unter anderem durch den Zwang, dass sie eben ihre alten Republik öffnen müssen für den Durchgangsverkehr. Wenn sie denn den Tunnel bauen würden, würden sie daran ersticken. Das waren auch so Worte, die von FDP-Seite immer wieder vorgetragen wurden. Das heißt, es war auch ein Projekt, wo die Europäische Union sagte, ihr kriegt nur dann eure Flugrouten genehmigt, nur dann eure Luftschleife beim Zürcher Airport oder Deutschland genehmigt, wenn ihr diese NEAD-Geschichten auch baut. Wie es ausgehen wird, weiß ich nicht, muss man sehen. Auf alle Fälle ist es eine Politik, die eben mit diesen Großprojekten verbunden ist, die ich ja vorher dargelegt und kritisiert habe. Aber sicherlich, ich muss dazu nochmal sagen, mit der Einschränkung, dass in der Schweiz, anders wie in der Europäischen Union, verfassungsrechtlich als Zusatz zur Verfassung beschlossen wurde, per Volksabstimmung, dass alle Lkw-Verkehre dann die NEAD benutzen müssen. Ob sie da reinpassen, ob sie dann real auch gefahren müssen, andere. Aber bei uns ja ein bisschen Wahlfreiheit. Du kannst Lkw fahren oder Schiene fahren. In der Schweiz ist es mal gesetzt, der Transit muss auf die Schiene, wenn es fertig ist. Die Frage wird sein, was dann real passieren wird. Sie hatten jetzt viele in Ihrem Vortrag viele Verantwortliche für die Verkehrsmisere oder Verkehrsprobleme genannt, haben aber meiner Ansicht nach uns normale Konsumenten vergessen. Wir haben eine hohe Verantwortung, zum Beispiel beim Bier. Ich trinke immer Bier von hier, meine Söhne müssen weg trinken, 800 Kilometer entfernt. Die Flugpreise sind zum Teil total billig. Die Studenten, die können das im Internet mit großem Erfolg bilden. Und muss man dann für eine Geburtstagsparty von einem Freund mit 5 Leuten nach Berlin fliegen oder so? Also wir haben als Konsumenten meiner Ansicht nach eine große Eigenverantwortung. Also in der Erziehung würde ich etwas falsch machen. Du weißt, es ist hier. Einfach weil ich bin. Sind schön, Sie gern nett. Willst du es noch ergänzen? Naja, es ist so eine Nebenidee wie bei dem Sohn von Helmut Kohl. Es ist eigentlich okay. Also ich möchte sagen, ja, ich bin einverstanden. Das ist eine Eigenverantwortung der Konsumenten von der normalen Bevölkerung gibt. Ich persönlich lebe auch so, dass ich mich als Konsument verantwortlich fühle. Ich habe mein Auto im Jahr 85 abgegeben und bin gerade zum ersten Mal nach 8 Jahren wieder geflogen und so weiter. Trotzdem glaube ich, ich stelle es bewusst nicht ins Zentrum und auch nicht in großen Stellenwert in meinem Referat, weil ich glaube, dass die Hauptverantwortung schon bei den Verantwortlichen oder bei den Strukturen liegt. Und dass man ganz schlecht über Leute, herfallen sei nicht, dass man ganz schlecht Leute massiv kritisieren kann, wenn von der großen Politik solche extremen, krassen Strukturen geschaffen werden, wie ich sie vorhin zitiert habe, dass eben ein Kegelausflug im Sauerland 3-mal teurer kommt wie ein Flug nach Mallorca oder sonst was. Das ist total schwierig. Also meine Tochter hat mich gerade jetzt gestern gefragt, sagt, warum fliegen wir nach Griechenland, wenn wir in Wilhelmshorst, jetzt bei mir, südlich von Schönefeld, gegen Fluglärm protestieren. Ja? Die ist 6 Jahre alt, ja? Die ist in dem Moment gemacht, weil die Region da total verlärmt werden soll und so weiter. Ich sage, ja, das ist ein Widerspruch, ich kann es ganz ehrlich erklären. Stimmt, das ist ein Problem. Ja? Aber es ist natürlich, meine ersten 2 Griechenland-Aufenthalte waren mit Zug gewesen. Mhm. Aber wenn man heute die Karte anguckt, dann wird man die Zugfahrpläne anguckt, sie ausrechnet, was der Zug kostet, dann irgendwann sagt man, okay, es ist verrückt, 3 Tage Zug für, ich weiß nicht, 500 oder 400 Euro oder 600 Euro eine Familie versus
Ja. Und wisst ihr das was? Heutzutage EasyJet oder Ryanair oder Air Berlin-Flüge, auch Lufthansa-Flüge nach Salonika oder Athen kosten, das ist ein Problem. Und deswegen glaube ich schon, dass man die Hauptverantwortung deutlich machen muss, trotzdem natürlich so weit wie möglich als Konsument sich verantwortungsbewusst verhalten sollte. Wobei jetzt wir von Brex finde ich ja noch nicht ganz so schlimm wie Corona-treu aus Mexiko. Ja, ich meine, das ist ja heute auch angesagt in Diskotheken, dass man eben nicht deutsches Bier, sondern mexikanisches Bier, australisches Bier, Foster trinkt, was total super ist. Wobei ich jetzt gar nicht unbedingt weiß, ob das in Australien gebraut wird, aber das sind eben die Produkte heute, die eben so schmackhaft gemacht werden, wo entsprechend eben ja, Obst aus, oder ich habe mir genau ausgerechnet, in einer Weinflasche Sauvignon aus Chile stecken 7 bis 15 Cent Transportkosten. Dieser Wein, Weißwein aus Chile konkurriert mit württembergischem, Andreas sagt mal Stichwort, was? Kerner oder Stelbar, wie auch immer. So, da ist klar, dass die höheren Arbeitskosten, die höheren Umweltkosten, andere Kosten weit mehr ins Gewicht fallen als die lächerlichen Transportkosten von 7 bis 15 Cent je Flasche Wein aus Chile. Und die stehen dann im Regal daneben, wo durchaus ein schmackhafter, guter Wein aus Kalifornien, Südafrika oder Chile da steht, der kostet vielleicht 4, 5, 6 Euro, verglichen mit vielleicht einem super Bierwein aus Deutschland mit 7, 8, 9 Euro. Und man kann einen Konsument nicht auspeitschen, weil er dann sagt, ich greife wieder zum chilenischen Wein. Der muss sagen, entschuldige mal, der Transport, das ist schwierig, der Standpunkt. Die Hauptverantwortung ist wirklich bei der europäischen Politik, bei der deutschen Politik, bei der auch baden-württembergischen Politik, wenn sie eben solche Projekte weiter fördert und nicht durch Kampagnen, durch praktische Politik deutlich macht, dass das unnötige Verkehre sind, die auch verhindert werden könnten. Ich hätte die Frage, Warren Buffett soll einen großen Betrag in der jüngsten Zeit in das US-amerikanische Eisenbahnnetz gesteckt haben. Ich habe das nur als Randnotiz gehört. Können Sie uns da was dazu sagen, was da dahinter steckt? Ja, zwischendrin, nur falls die ersten rauströpfen, ich möchte nur sagen, ich, nach dem Motto, alles muss raus. Ja. Ich habe ein paar Bücher, 5 oder 6 mitgebracht, die ich statt, glaube ich, 7 Euro für 4 Euro abgeben kann und ein paar von diesen alternativen Geschäftsberichten und so weiter. Bin sehr interessiert, dass ich das nicht zurück nach Berlin schleppen muss. So, Warren Buffett. Warren Buffett, der Milliardär und der legendäre Anleger, die Anlegerlegende der USA, hat unter anderem in Güterverkehrsgesellschaften in den USA investiert, einen großen Umfang. Dahinter steckt, dass es im Güterverkehr in den USA einen riesigen Boom gibt auf Schienen, dass der Anteil der Schiene am Güterverkehr der USA inzwischen bei 43% liegt, das heißt über dem LKW-Verkehr inzwischen. Das klingt zunächst gut, aber wobei auch interessant ist, wobei die Güterverkehre in den USA Züge mit 2 Kilometer Länge sind, mit 3, 4, 5 Loks vorgespannt sind, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 40 bis 60 km/h. Auch da Geschwindigkeit ist nicht der entscheidende Faktor offensichtlich. Ja. Der Hauptgrund für den Anstieg des Güterverkehrs sind, dass über das noch bestehende Netz von 400.000 Kilometer, was ja fast nur für Güterverkehr geeignet, ausgelegt ist, auch so gut wie nichts elektrifiziert, alles Dieselloks und so weiter, gigantische, großräumige Verkehre von Pazifik zu Atlantik, von Kanada durch USA nach Mexiko realisiert werden, dass regionale Verkehre, auch Verkehre über 100, 300 Kilometer, gar keine Rolle mehr spielen und dass da im Grunde eine Vernetzung der großen Konzerne weltweit stattfindet. In dem Netz ist, in dem Verkehr ist die Schiene relativ erfolgreich. Es sind 4 Konzerne, private Konzerne, die das Netz in Monopole aufgeteilt haben und die diesen Verkehr realisieren. Und Warren Buffett tat klug daran, ich glaube vor 5, 6 Jahren, da einzusteigen, weil jedenfalls diese Aktien dieser Eisenbahngüterverkehrsgesellschaften eine relativ gute Anlage sind, auch relativ florierend. Aber es ist nicht der Verkehr, den wir uns wünschen, auch nicht der Verkehr, der früher in den USA relativ kleinräumig da war, sondern eben Verkehr, eben, wie gesagt, im Rahmen der Globalisierung gigantischen Netze. Okay, ja. Übrigens gab es eine Anmerkung noch im Weißbuch der Europäischen Union,
zu Verkehr aus dem Jahr 2001, verfasst von der Frau Loyola de Palacio, einer Spanierin, wird ausdrücklich gesagt, dass der Güterverkehr der USA das Vorbild ist, der Schienengüterverkehr der USA das Vorbild ist für die Europäische Union. Sie sagt auch ausdrücklich in dem Text, was offiziell ist, eine Art Glaubensbekenntnis der Europäischen Union in Bezug auf Schiene ist, dass Güterverkehre priorisiert werden müssen vor den Personenverkehren, dass versucht werden muss, europaweit ein Güterverkehrsnetz aufzubauen, wo nur Güterverkehr auf Schiene gefahren wird, oder da, wo Güterverkehr mit Personenverkehr vom gleichen Netz fährt, Güterverkehre Vorfahrt haben müssen vor Personenverkehre. Inzwischen, nach 10 Jahren, findet es schon statt, dass in einzelnen Bereichen schon die Deutsche Bahn AG sagt, da muss der Güterverkehr Vorrang haben, da ist kein Platz mehr für die S-Bahn Mannheim, Heidelberg und so weiter, da wird Güterverkehr durchgeschleust, auch im Interesse der europäischen Konzerne, die eben von Portugal nach Polen, von Schweden nach Italien und so weiter, diese riesigen Güterverkehre just in time auf der Schiene, die weit besser pünktlich sein kann, als die Autobahnen realisieren will und da dahinter der Personenverkehr zurücktreten soll. Das ist im Grunde auch schon offizielle EU-Politik, diese Art von auch Aufspaltung der Eisenbahngesellschaften. Güterverkehr wird rausgespalten, sollen privat betrieben werden und so weiter und dann noch priorisiert werden, gegebenenfalls vor Personenverkehr auf Schienen. Winfried, siehst du irgendwie noch eine Möglichkeit, den Güterverkehr wieder auf die Schiene zu bringen in der Region? Weil die ganzen Güterverkehrsbahnhöfe sind ja eigentlich schon weitestgehend platt gemacht. In Stuttgart, in Esslingen wird es gerade überbaut als neuer Stadtteil und so weiter und so fort. Das ist massiv verschwunden. Gibt, kann man da noch irgendwas in der Zukunft machen? Und warum gab es da fast keine Proteste dagegen? Also das vermisse ich ein bisschen. Es ist so ein Thema, das ist praktisch einfach wegfallen, dass der Güterverkehr verschwindet im regionalen Netz und es gab keinen Protest. Darf ich da noch dran anknüpfen, weil mir als Jugendlicher oder junger Erwachsener schon seltsam aufgestoßen ist, dass diese Postverteilungszentren, dass ich da keine Gleisanschlüsse gesehen habe. Also nächstes Mal, ich glaube, wollen Sie direkt dazu? Ja, Info noch. Also Sie hatten es ja vorhin schon im Referat erwähnt mit den abgekündigten Güteranschlüssen praktisch in der Fläche. Also ich habe letzte Woche in Stuttgart Informationen bekommen von dem Stuttgarter Stadtrat, dass im Moment die Deutsche Bahn Stuttgarter Betrieben Ablösesummen anbietet, um auch dort in Stuttgart die letzten noch bestehenden direkten Gleisanschlüsse abzukündigen. Abzukündigen, also aufzukündigen. Abzukündigen. Ja. Das heißt, dieser Trend setzt sich zugespitzt noch auf. Ja. Ich hätte gerade einen Namen, der da ein Buch geschrieben hat, kriegt es aber nicht mehr hin. Aber egal. Also generell würde ich sagen, die sind sicherlich revitalisierbar. Das europäische Schienennetz, das deutsche auch, liegt zum größten Teil, zu 90% noch. Aber die Bahnhöfe sind weg. Ja, wechseln sie meistens nicht, sie stehen meistens, sind ausgehöhlt, sind nicht mehr in Funktion. Unbrauchbar und so weiter. Aber sie werden sicherlich wieder aufbaubar, wieder revitalisierbar. Das ist anders als in den USA, wo eben über den Gleisanlagen längst Siedlungsgebiete entstanden sind, Städte entstanden sind, Sachen richtig also kaputt gemacht wurden, nicht mehr so leicht reaktivierbar sind. Richtig ist, dass eben diese Zahl von Bahnhöfen, von Gleisanschlüssen, da habe ich die Zahl genannt, von 15.000 auf 3.500, abgebaut wurden. Bei Post ist es auch ganz krass. Im Jahr 94 begann, also Anfang der 90er Jahre, dass die grauen Postzüge abgeschafft wurden, dass die Postämter an den Bahnhöfen abgebaut wurden, dass an Autobahnkreuzen dann für LKW-Post Verteilzentren gebaut wurden, dass zwei oder drei Luftkreuze, in Deutschland, Leipzig ist eines,
aufgebaut wird. In den USA ist es ganz krass, dass man von einem New Yorker Stadtteil ein paar geht zum anderen New Yorker Stadtteil, aber zuerst nach Memphis geflogen, in eine riesige Sortieranlage und zurück nach New York geflogen. Also es ist einfach alles zentralisiert. Das beginnt zunehmend bei uns auch und ist vielleicht weitgehend auch. Wobei es teilweise jetzt private wieder gibt, und aus Großbritannien ist es so, ein Teil der privaten Post, Teil der staatlichen Post, die privatisiert wurde, Paketdienste, weil zuerst auf die Straße ging, dann Straße im Stau hängen geblieben, jetzt private sagen, sie wollen wieder auf die Schiene kommen, eine Schiene mit privaten Güterzügen wieder verteilen zu übernehmen. Wie das im Einzelnen revitalisiert werden kann, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, es gibt zwei, drei Bücher dazu von Leuten, die sich da ganz kluge Gedanken gemacht haben, auch über eine andere Art von Containerpolitik, dass eben diese gigantischen Großcontainer heruntergebrochen werden müssten mit Containern, die kompatibel mit den Großcontainern sind, sodass man nicht riesige Ladevorrichtungen notwendig sind, sondern kleinere Gabelstapler, die von der Seite auch in die Bahn ranfahren können und die Container runternehmen können. Da gibt es also total elaborierte Konzepte, die zum Teil ist auch bei Großkonzernen auf ihrem eigenen Gelände mit Schienenstrukturen wieder in Angriff genommen werden. Ob das jetzt landesweit wieder gemacht wird, ist eine Frage auch des Widerstands und der Bewegung. Dass damals Unternehmer, die in erheblichem Maß betroffen waren, keine Demos gemacht haben, die auf die Straße gingen, die auf die Barrikaden gingen, hängt sicherlich mit der Macht der Autolobby zusammen. Wir haben in dem Film Bahn unterm Hammer, für den ich ein Drehbuch schrieb und den ihr vielleicht gesehen habt, zwei oder drei Unternehmer vor der Kamera gehabt, die protestiert haben, dass ihr Anschluss kaputt gemacht wurde. Ich hatte als damaliger PDS-Abgeordneter einen Unternehmer in Heidenheim, den ich besucht hatte. Ich meine, Inorm kann es sein, so eine Art wie Leichtbetonteile, der direkt am Heidenheimer Bahnhof einen Bahnanschluss hatte, eine Gleisanlage hatte, einen Gleisanschluss hatte, die die Bahn kaputt gemacht hat, der niemand anders als einen absurden, lächerlichen kleinen PDS-Abgeordneten dann fragt, ob ich was im Bundestag einbringen könnte. Unglaublich, dass ihm der Gleisanschluss kaputt gemacht wird, also weil die FDP, die CDU, die CSU, auch Herr Brunnhuber in Heidenheim und so weiter nicht reagiert haben. Uns wurde ihm halt kaputt gemacht. Also die Bahn ist einfach rigoros vorgegangen aus Gründen, die nichts mit Betriebswirtschaft zu tun haben, sondern ja erheblich Maß einfach eine Interessenpolitik waren. Ich hatte mal eine Anhörung gehabt im Bundestag von Schaustellern. Und zwar von Schaustellern, die sich beklagt haben im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages, dass alle Betriebsstätten für Jahrmärkte, für Zirkusse in Deutschland noch bis in die 70er Jahre einen Gleisanschluss hatten. Und das mit Elefanten und Riesenrädern und Karusselle auf Gleise verlagern konnte und in Stuttgart-Cannstatt ist ein Name, ja, dann am nächsten Tag in Bremen war. Das Verladen hatte am nächsten Vormittag durch den Eisenbahn und alles hat kaputt gemacht. Dass sie einfach die Gleise, dann inzwischen mit Autobahn, Sonderkonvoi, wo vorne Polizei fährt, hinten Polizei fährt, tatü, wird ein Sondertransport dann nach Bremen gefahren. Ja. Das ist so absurd, das ist auch vom Volkswirtschaftlichen her völlig absurd, aber das ist ein Teil dieser Zerstörungspolitik, die gemacht wurde. Hier im Hammerschlag, da ist ja lauter stillgelegt neben der Strichweise. Ja, und die hast du ganz anders Remstal, Rundbach, Geradstelle, Endersbach, Fremdbach, ja, Weiblinge, überall sind riesige Industriegleisanlagen stillgelegt. Der Güterbahnhof Essinger soll überbaut werden. Der Neckarpark ist die ehemalige Güterbahnhof Cannstatt, soll jetzt überbaut werden. Und es gibt keinen Protest dagegen. Das ist eine Katastrophe. Schondorf wird auch überlebt. Und das ist dann weg. Du kannst keinen Güterbahnhof. Geht nicht mehr. Ich bleibe mal warten. Ja, aber auch da müsste die Hauptpolitik daran bestehen, dass die Politik einfach regulativ eingreift und sagt, dass Güterverkehre, zum Beispiel, es gab eine Forderung in den 80er Jahren, ab 200 Kilometer Transporte müssen Verkehre auf der Schiene stattfinden. Ja? Das war eine Forderung, die Georg Leber zum Beispiel Anfang der 70er Jahre erhoben hat als Verkehrsminister, was völlig, ja, sagt klar, ist naheliegend. Ja?
Das kann gemacht werden, regulativ sowas vorgeschlagen werden. Gut, die Europäische Union wird da irgendwelche Normen haben, die dagegen sind. Aber egal, wenn ein Land anfangen würde, das Reformen, wenn Druck da wäre, dann wären natürlich auch die Leute sagen, ja klar, dass die Autofahrer würden sagen, wird endlich die rechte Spur frei. Und die LKWs kommen mit der Autobahn runter. Natürlich kannst du natürlich demobilisieren, aber es ist momentan einfach kein Thema, deswegen von Stück für Stück da kaputt gemacht worden. Wenn wir ja Bündnis schließen mit dem lokalen Kapital. Genau. Ich wollte noch eine kleine Ergänzung machen zum Vorrang von Güterzügen. Mir ist mal passiert, dass der Regionalexpress nach Ulm in dann Güterzüge herbezugelt und ich habe dann meinen Anschluss nach Kempen verpasst. Und da bin ich vor zum Lokführer und habe gefragt, warum er so langsam gefahren sei. Ja, vor ihm sei ein Güterzug gefahren. Er hat gesagt, aber normalerweise hat ein Personenzug hat er Vorrang. Er sagt, nee. Der Güterzug, der muss Penale bezahlen, wenn der nicht pünktlich ankommt. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt mein Anschluss, und dann sagt er, das war nicht. Ja gut, aber die Penale sind ja eine regulative Maßnahme. Man führt eine regulative Maßnahme ein, Penale, also wird der Güterzug priorisieren. Wenn es umgekehrt wäre, Penale, wenn der Personenverkehr mehr als 3 Minuten Verspätung hat, dann der Personenverkehr, entschuldigt, wir müssen eine Penale zahlen. Also Vorgang, das hatte Eingriff, also auch regulativ nicht der Markt, sondern Eingriff, dass der Güterverkehr durch einen konkreten regulativen Markteingriff priorisiert wird. Und dann ist die Folge so. Ja, bei der Privatisierung der Bahn die Forderung, das Netz nicht zu privatisieren, sondern das, was weiß ich, Eigenbetrieb des Staates weiterzuführen. Und die Bahn hat sich dann durchgesetzt und hat das Netz erlaubt bekommen. Sehen Sie da Chancen, das rückgängig zu machen? Gibt es da Möglichkeiten? Wie sieht das juristisch aus und so weiter? Also 1994 bei der Bahnprivatisierung, bei der Bahn, bei der formellen Bahnprivatisierung, bei der Umwandlung von Bundesbahn, Reichsbahn in die Deutsche Bahn AG, was ja eine Aktiengesellschaft zu 100% im Eigentum des Bundes ist, wurde gesagt, dass das Netz rechnerisch getrennt werden soll. Das wurde gemacht, indem es ein DB-Netz gibt, wo noch aufgesplittet wurden die Bahnhöfe getrennt und das Netz getrennt. Das ist unter dem Dach der Deutschen Bahn AG. Es ist auch in Artikel 87e Grundgesetz festgehalten, dass das Netz, Infrastruktur, niemals privatisiert werden darf. So, deswegen hat die Deutsche Bahn AG ja diese DBL gegründet, dass praktisch, wenn privatisiert werden wird, 24,9% später auch mehr vom Betrieb, also Nahverkehr, DB Regio, Bahnverkehr, DB Fernverkehr, Güterverkehr, Railion und internationale Logistik, Schenker privatisiert werden können und das Netz getrennt als Infrastruktur beim Bund bleiben soll. Jetzt momentan würde ich sagen, bin ich heilfroh, dass alles noch beim Bund ist. Man würde eher umgekehrt sagen, ich wäre dafür, dass es rückgängig gemacht wird und dass diese Aufspaltung, die ja schon die Sollbruchstellen bei der Deutschen Bahn AG vorgibt, rückgängig gemacht wird und ein einheitlicher, integrativer Bahnverkehr und Netz und Betrieb in einer Gesellschaft ist, erhalten bleibt, in öffentlichem Eigentum, aber nicht, das ist meine persönliche Position, im zentralisierten Staatseigentum, sondern möglich in einem kombinierten Eigentum von Bundeseigentum, Ländereigentum, vielleicht auch Kreiseigentum. Man kann sogar sagen, dass alle erfolgreichen Bahnen der Welt eigentlich immer integrierte Bahnen sind, wo Netz, also Infrastruktur und Betrieb eine Einheit bilden. Ja, das gilt auch zum Beispiel für kleine erfolgreiche Bahnen, also die Usedomer Bäderbahn oder die Karlsruher Verkehrsbetriebe, die ja eine Art Schienenverkehrsimperialismus betrieben haben, wo bis hin zu Heilbronn und Pforzheim ein riesiges Netz entstanden ist. Da rühmte sich der langjährige Chef der KVV, Herr Ludwig, dass er da vor allem Erfolg gehabt hätte, wo er auch die Infrastruktur gehabt hat und gemeinsam entscheiden konnte über Bahnhöfe, Weichen, Übergänge, Schienenqualität und so weiter. Bei Usedom ist ganz spannend, dass in Usedom eine Bahn, die die DDR-Leute Ferkeltaxe genannt haben, auch nach der Wende noch, die ja völlig desolat war, die hat unter Mehdern, glaube ich, mehr, oder was noch früher,
ja, ich glaube, Medern, ist sie abgespalten worden und ist eine GmbH gebildet worden, wo diese Usedomer Bäderbahn, die vor allem entlang der Ostseeküste fährt, mit dem Netz als GmbH ausgegliedert wurde und dann aber ein Mensch eingesetzt wurde als Boss, der Jürgen Bosse, B-O-S-E, und der, ein ähnlich wie Herr Ludwig von Karlsruhe, ein Eisenbahn, ja, Liebhaber, Freund, Mensch war, der Ahnung von der Bahn hat, der erreicht, dass die Usedomer Bäderbahn seit 1994 von 300.000 Fahrgästen auf 3 Millionen Fahrgäste im Jahr gesteigert wurde. Auch der sagt, sein Hauptvorteil ist, mir gehört das Netz. Der baut hier aus in Richtung Polen hin, in Richtung Gars rüber, in Richtung runter nach Anbindung an die Linie nach Berlin. Wie heißt die Brücke, die die SS gesprengt hat? Ja, gab es eine Hebebrücke, eine fantastische, die in den letzten Kriegstagen von der SS gesprengt wurde, die jetzt wieder aufgebaut werden soll, wo praktisch die Fahrzeit, wenn von Berlin nach Heringsdorf sich von jetzt 4 Stunden auf 2,5 Stunden reduzieren würde und so weiter. Aber überall sagen die Bahnfachleute, ich bin kein Bahnfachmann, aber die Bahnfahrer, die sagen, wenn du eine Integration hast, wo das alles zusammengehört, ist wesentlich besser, erfolgreiche Bahn zu betreiben, als wenn es aufgespalten wird und so weiter. Jetzt gibt es eigentlich das Argument, wenn schon auf dem Netz, ja, die Deutsche Bahn AG, das ist Monstrum, was in Richtung Börse sich bewegt zum Teil, fährt und kleine öffentliche Betreiber und kleine private Betreiber fahren, dann ist natürlich ist ein Problem für die kleinen öffentlichen Betreiber, die kleinen privaten Betreiber, dass die Deutsche Bahn AG die ausnimmt und Trassengebühren verlangt oder die Zugänge versperrt oder Durchfahrten bei Bahnhöfen verteuert und so weiter. Das ist ein Riesenproblem. Die Geisbruckbahn zwischen Aulendorf und Friedrichshafen, diese Bahn, die auf dem Netz der Deutschen Bahn AG fährt, die sich zu Recht beschwert die schweinischen Trassengebühren, die Deutsche Bahn AG bei ihnen abzockt. Da gibt es eine Bahn, die ist im Eigentum des Bodenseekreises, also auch im Grunde öffentliche Bahn, aber die halt die Trasse benutzen muss und dafür halt Gelder zahlt, die einfach nicht akzeptabel sind. Das heißt, es ist ein immanenter Widerspruch. Wenn du anfängst zu zerstückeln, dann kommst du in eine Dynamik rein, was die Grünen ganz breit debattieren. Ja, wenn das so ist, dann muss es jetzt öffentlich sein und alle für alle zugänglich sein, weil eine Bahn rausgesprengt wird. Ich trete für eine Vision, für eine praktische Alternative ein, einer integralen Bahn, wo ja Netz und Betrieb zusammen ist. Da können auch kleine Bahnen drin fahren, deswegen trete ich auch ein dafür, dass dieses Netz eben vielleicht im Bundeseigentum, Ländereigentum, Kreiseigentum sein könnte. Das kann ja dann zusammenpassen. Das ist auch eines der Geheimnisse der Schweiz. Die Schweiz ist ja nicht eine zentralisierte Bahn. Heißt auch nicht dort SBB, Schweizer Bundesbahn, sondern plural. Schweizerische Bundesbahnen. Zusammenschluss von Dutzenden von Bahnen. Das merkst du beim Durchfahren nicht, weil es ist ein einheitliches Fahrplansystem. Die Halbtagsticket gilt einheitlich, das Generalabonnement gilt einheitlich, aber es sind erheblich viele Bahnen, die im kantonalen Eigentum sind, wobei der größte Kanton der Schweiz kleiner ist wie das Saarland, kleiner wie das kleinste deutsche Bundesland ist. Aber die sagen, wenn aber die Zentrale in Zürich oder Genf oder Lausanne oder wo auch immer sagen würde, wir wollen, dass die Oberalp-Turka-Bahn eingestellt wird, sagen, es könnte gar nicht wollen. Die gehört uns, die könnte nicht eingestellt werden. 100 Jahre ist es Eigentum der Region. Wir sind Teil der Schweizerischen Bundesbahn, wir fahren weiter, wenn ihr nicht wollt. Und das ist im Grunde, eben, je dezentraler ein öffentliches Eigentum ist, desto größer ist die Bürgernähe auch. Die Möglichkeit, dass die Bevölkerung vor Ort mitentscheiden kann und die Zentrale nicht so leicht korruptbar ist, nicht so leicht eingekauft werden kann, nicht so leicht auf fremde Wege gelangen kann. Deswegen eben diese Mischung, öffentliches Eigentum ja, aber möglichst dezentralisiert und bürgernah. Ja. Gestern im großen Rathaussaal wurde noch die Unabhängigkeit der Bahnwissenschaft thematisiert oder die nicht mehr vorhandene Unabhängigkeit. Könnten Sie uns da noch was dazu sagen, ob Sie da ja, irgendwelche Heilmittel hätten, anzubieten hätten, wie man das mit den Drittmitteln machen kann? Gibt es da irgendwelche Überlegungen zu? Nö, aber die Leute, die gestern referiert haben, waren jetzt unabhängige Bahnfachleute. Ich kann nur sagen, auch aus meinem eigenen Fundus her, ich bin ja ein self-made Bahnfachmann, ist übertrieben, aber dass ich bemüht, das Eisenbahnwesen einigermaßen zu verstehen, dass solche alternative Ansätze, wie meine Gruppe Bürgermannschaft Borsenbahn, Ansatz ist, wo du in erheblichem Maße auch Einfluss nehmen kannst.
Also ein Beispiel ist das Achsproblem der Deutschen Bahn AG. Die Deutsche Bahn AG hat seit spätestens 2001 Gutefürst Unfall mit einem ICT, also einem Neigetechniker IC, ein Problem mit ihren Achsen, mit Radsatzwellen. Sie hat das verschwiegen, als am 2. Juli 2008 auf der Kölner Hohenzollernbrücke eine Radsatzwelle eines ICE3 brach, kam hinterher raus, dass die Radsatzwelle schon vor Köln gebrochen ist, bei Tempo 300, dass der Zug mit, die Achse mitgeschleppt wurde und dann im Bahnhof Köln nach dem Weiterfahren die Achse dann runterpolterte und dann über die Schwellen polterte und dann klar war, Achsbruch. Wenn es passiert wäre, wenn die Achse vorher runtergeknallt wäre bei Tempo 300, wo sie schon gebrochen war, dass er nur durch Zufall mitgerollt ist, da waren ja Fahrgäste im Abteil und haben den Schaffner geholt, oder heißt Zugbegleiter geholt, hat ein gigantisches Geräusch und geschleckt. Da hat er gesagt, das ist immer so, das ist kein Problem, sind weiter gerast. Ja? Wenn es passiert wäre, wäre laut Aussage des Eisenbahnbundesamts ein Unfall wie in Eschede, also mit 100 Toten, möglich gewesen oder mehr Toten. So. Das Verrückte ist, dass es absolute Bahnfachleute gibt, die seit 2002 in wissenschaftlichen Publikationen, wo unter anderem die Deutsche Bahn AG beteiligt ist, an den Publikationen veröffentlichen, Fachartikel veröffentlichen, dass die Radsatzwellen und die Räder der Deutschen Bahn AG nicht dauerfest sind und dass diese ICE3 und diese ICET-Radsatzwellen brechen werden. Und zwar brechen werden lange, bevor die Betriebsdauer bisher berechnet wurde. Der Hauptmensch heißt Professor Vladislav Rubisic. Der hat das, der Papst vom Fraunhofer-Institut gewesen, der hat im Jahr 2002, 2003, 2005 in ZEV Rail und in Eisenbahntechnische Revue und anderen Zeitschriften veröffentlicht, hat Statistiken vorgelegt, hat erklärt, warum dieser Stahl den Ansprüchen entspricht, warum die Franzosen, um, frag mich nicht, so und so viel dickere Achsen verwenden, und die Japaner auch dickere Achsen verwenden, warum der nicht dauerfest ist, sondern Wechselfestigkeit. Bitte? Wechselfestigkeit. Nee, eine besondere Härte. Da gibt es einen Begriff dafür. Zähigkeit? Nee, der Stahl, den die Deutsche Bahn AG mit diesen Achsen verwendet, ist einmalig und ist, kann dadurch dünner gemacht werden, die Achse, weil die, der Härtigkeitsgrad, das heißt mal so, gibt es einen Begriff dafür, der Härtigkeitsgrad ist größer. So, damit hat die Deutsche Bahn AG gedacht, sie kann Gewicht sparen, kann dünnere Achsen verwenden. Nur das Problem ist, dass diese Art von Achsen, wenn die Beschädigungen bekommen durch Schotterschlag und so weiter, der Ansatz eines Risses sich viel schneller ausbreitet als sonst und damit dieser Riss mit Ultraschallprüfungen kaum kontrolliert werden kann. Das heißt eben nicht in 3 Monaten, was normal ist, wenn ein Rissansatz da ist, geht er in 2-3 Monaten, da kommt eine Ultraschallprüfung und sagt, oh Gott, will halt Achse raus, neue Achse rein. Aber dieser Riss kann in 14 Tagen durchbrechen. Damit können die Achsen viel schneller, wenn ein Riss da ist, durchbrechen. Das ist ein Problem bei diesen Achswellen. Nochmal, der hat also regelmäßig Artikel veröffentlicht und so weiter. Ich habe im Jahr, im Juli 2008, als dieser Vorfall in Köln war, zuerst mal alle möglichen Leute informiert, wir haben eine Presseerklärung gemacht als Bahn für alle, weil ich Vladislav Kubisic kennengelernt habe durch eine Pressekonferenz und Veröffentlichung und so weiter. Es war aussichtslos, wir kamen nirgendwo durch, beim Fernsehen nicht, bei den Medien nicht und so weiter. Daraufhin haben wir gesagt, also wirklich verrückt, ja, wir haben gesagt, okay, wir kaufen eine Beilage von 8 Seiten bei der Taz, der Tageszeitung Taz, wo alles veröffentlicht wird. Wir haben aufs Geradewohl bei der Taz 10.000 Euro, hat die Ausgabe mit uns, kostet die Beilage. Wir hatten nicht das Geld. Wir haben eine Umfrage bei uns 8.000 Leuten gehabt, die spenden für die Bahnkampagne Bahn für alle. Wir haben das Geld zusammengekriegt, wir haben eine Beilage gehabt in der Taz mit wissenschaftlichen Artikeln, mit Zeichnungen, mit Interviews, mit Gruppensitz und so weiter. 3 Tage drauf ruft das WDR, wirkt mich an, Markus Schmidt von Monitor, sagt, Herr Dr. Wolf, fantastische Artikel und so weiter, können Sie in die Studie kommen, wir machen eine Sendung im Monitor drüber. Dann hat Monitor das Thema wegen der Taz-Beilage, weil wir sozusagen mit Kauf in die Zeitungsmarkt eingekauft haben, ja? Weil die Zeitungen nicht bereit waren, darüber zu berichten. Ja? Also in der Beilage, die haben so erschienen, als wäre es Teil der Taz. Daraufhin kam Monitor, dann kam Frontal 21, dann kam ein Sternbericht und so weiter. Dann ging es los. Und dann wurde Medon gezwungen, zunächst zu sagen, ja, ein bisschen, was es war. Und heute sagt Gruppe ja, alle Achsen von allen ICE3, allen ICE-T, ein Teil von ICE-2 und ICE-1 müssen ausgewechselt werden. Nur das Problem ist, sie sollen ausgewechselt werden in den nächsten 3-4 Jahren.
Ja, warum man so eine Achswelle nicht innerhalb von einem halben Jahr austauschen kann, ist ein Geheimnis. Was aber auch wiederum eine Erklärung darin liegen könnte, dass es in Deutschland nur zwei Radsatzwellenhersteller gibt, nämlich Ilsenburg GmbH und also Rafi heißen die und Bochumer Verein. Und diese beiden Achshersteller gehören im gleichen Konzern, Georgs Marienhütte. Georgs Marienhütte wiederum gehört haben Jürgen Grossmann. Herr Jürgen Grossmann wiederum ist RWE-Chef und Jürgen Grossmann ist wiederum Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG. Ja? Übersicht hängt da drüben aus. Ja? Und im Lula-Park ist auch drin. Also wir haben eine Anfrage im Bundestag gestellt mit der Grafik, die hier hinten aushängt. Ja? Wie es sein kann, dass wir einen Aufsichtsrat der Bahn haben, wo ein Mann, Herr Grossmann, gleichzeitig alle Radsatzwellen für die Bahn liefert im Großen und Ganzen, sogar Ultraschallprüfanlagen liefert, die nicht funktionierenden Radsatzwellen überprüfen. Ja, also Interesse haben, es soll nicht funktionieren, wir liefern auch die Ultraschallwellenanlagen dazu, dass wir einen Aufsichtsratschef haben, Herrn Fencht, der gleichzeitig im Vorstand von One Equity Partners, einer der größten Heuschrecken der Welt, steckt und der Interesse an Bahnprivatisierungen hat und so weiter. Wir haben auch einen Typ von E.ON drin, im Aufsichtsrat, und zwar im Aufsichtsrat der Bahn als Vertreter des Bundes. Ja, das ist der Hammer. Das vergesse ich immer zu sagen, weil es so irre ist. Ja? Also dem Bund gehört ja 100% der Bahn. Die Hälfte der Aufsichtsratmitglieder stellt die Gewerkschaft, EVG, früher Transnet, die zum Teil auch richtige dicke Scheiße baut im Aufsichtsrat. Lassen wir uns hier weg, ist unsere Scheiße. Die Eigentümer, der Bund kann die anderen 50% stellen. Von diesen anderen 50% des Bundes sind zwei oder drei Lobbyisten vom Bundestag, wie der FDP-Abgeordnete Patrick Göring, das ist nicht so wichtig. Und dann kommt eben Herr Fencht von der Heuschrecke, Herr Löschke von einem PC-Konzern, Herr Grossmann von RWE, Herr Grumdorf von der Deutschen Bank, Herr Christoph Denzer-Vanotti von E.ON und Herr Weiß von SMS Maschinenbau und von Bombardier. Aber nochmal, als Vertreter des Bundes, als Vertreter der Steuerzahler sind reine Interessenagenten, die völlig andere Interessen haben im Aufsichtsrat. Das ist als Bundestagsdrucksache veröffentlicht. Ganz viele Leute, das wirkt ja noch besser als in Luna Park. Ja? Wenn du eine Website im Bundestag aufrufst, kleine Anfrage und so weiter, ist als Grafik gedacht zuerst. Das lehnen sie ab, die Grafik bringen die nicht. Weil der Bundestag hat also Möglichkeiten, bestimmte Sachen zu sagen, das bringen wir aus technischen Gründen nicht. Die haben es abgedruckt, als Bundestagsdrucksache, mit allen grafischen Darstellungen und so weiter. Es ist abenteuerlich, ja? Richtig abenteuerlich, aber im Grafik dargestellt, wie korrupt dieser Laden ist. Aber solange da halt jetzt nicht ein Aufschrei stattfindet, solange ist es halt nur Papier, und Papier ist Geduld. Ich könnte mir vorstellen, dass der Druck aufs EBA enorm ist, auch nach dieser Geschichte. Damals ist da bestimmt ein Druck entstanden und jetzt wundere ich mich ein bisschen, dass das EBA so viele Ausnahmegenehmigungen bei Stuttgart 21 macht, auch was wirklich die Sicherheit betrifft und alle möglichen Dinge. Und ich traue der Geschichte nicht mehr so ganz. Ist da irgendwas passiert in der Zwischenzeit oder was ist eigentlich mit dem EBA? Kann man sich noch darauf verlassen, dass die wirklich verantwortungsvolle Genehmigungen erteilen oder machen die auch solche Gefälligkeitsgenehmigungen? Nee, kann man sich nicht darauf verlassen, weil das EBA ist eben eine unserer Forderungen, ist, dass das EBA eine unabhängige Eisenbahnaufsichtsbehörde sein müsste wie der Bundesrechnungshof. Mhm. Der Bundesrechnungshof ist grundgesetzlich abgesichert, ist unabhängig vom Bund, hat einen eigenen Etat und veröffentlicht permanent, obwohl es auch Papier ist, was geduldig ist, Berichte, die unglaublich kritisch sind und gut sind und handhabbar sind und ausgenutzt werden können. Das EBA aber ist eine Behörde des Verkehrsministeriums. Das EBA ist komplett haben Ramsauer oder früher am Tiefensee und so weiter unterstellt. Und damit ist natürlich der ähnliche beim Umweltbundesamt, wo es auch so ist, wo auch Herr Trittin früher und jetzt Röttgens eingreifen kann, ist eben ist ein bisschen eine Frage, wie eben gut sind Beamte, die können nicht so leicht gefeuert werden, aber sie können versetzt werden, sie können in der Karriere behindert werden und so weiter. Ob es da Leute gibt mit Arsch in der Hose oder Leute gibt, die eben kuschen. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Vor 12 Jahren gab es einen engagierten EBA-Beamten namens K.
der hat beim Vortrag von Hamburger Feuerwehrleuten dargelegt, welche gefährlichen Situationen es im Eisenbahnnetz gibt, wie marode das Streckennetz ist, wie viel von Schwellen, von Signalanlagen kaputt sind, was passieren kann und so weiter bei der Strecke nach Sylt rüber und so weiter. Daraufhin gab es einen Tag darauf einen Brief von Herrn Bedern an den damaligen EBA-Chef Stuckli und wieder zwei Tage darauf ein arschkriecherisches Schreiben von Stuckli an Bedern. Das ist alles in die Presse gekommen, das ist bekannt geworden, wo sich Herr Stuckli entschuldigt für seinen EBA, dass er was sagen konnte. Und der Mann ist strafversetzt worden, ist heute irgendwo im Außenamt des EBAs in Hamburg und tote Hose, kann nichts mehr machen. So. Aber das war ein Vorgang, der wirklich knallhart war und der total ernst war. Völlig recht gehabt, der Herr K., der das alles veröffentlicht hat und so weiter. Aber das EBA war damals jedenfalls, das war vor 10 Jahren, so ehrerbietig und so arschkriecherisch, dass man damit nichts machen konnte. Jetzt ist richtig, was du sagst, dass eben aufgrund der Axtproblematik, weil wir da auch Angst haben, es könnte was richtig Dickes passieren. Mhm. Also ich und sie wurden verantwortlich gemacht, dass sie im Grunde zum Teil jetzt, manche sagen auch zu kritisch wurden, also die S-Bahn-Betriebsratsleute in Berlin behaupten, das EBA wäre viel zu kritisch bei der Kritik an der S-Bahn-Reihe 483, glaube ich, heißt sie und so weiter, das kann ich nicht genau beurteilen. Also teilweise kann es dann überziehen, das weiß ich nicht genau. Aber klar, die werden jetzt auch so ja, hin und her gerissen sein. Aber die Grundstruktur ist eine Scheißstruktur. Das ist eben keine unabhängige Behörde. Sie muss unabhängig sein, geht es gar nicht. Das ist immer ein Spielball der Politik. Gilt uns auch für die Eisenbahnstruktur. Die Kritik an der Bundesbahn war meiner Ansicht nach insofern berechtigt, weil die Bundesbahn als Sondervermögen des Bundes geführt wurde und damit direkt vom Finanzminister oder vom Verkehrsminister abhängig war. Wir haben jetzt, also wir heißen in dem Fall die Linke, im Bundestag einen Antrag eingebracht, wo wir sagten, die Deutsche Bahn AG müsste in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt werden. Das ist ein völlig anderer Charakter, wie theoretisch die ARD sein müsste. Ja? Oder auch Sparkassen, den Anstalt des öffentlichen Rechts, den Grund, er nicht direkt von der Politik beeinflusst werden können, sondern ein Statut haben, die sie bindet, den Auftrag als Sparkasse gut zu funktionieren oder bindet als Verkehrsunternehmen gut zu funktionieren oder bindet als öffentlich-rechtliche Medienanstalt gut zu funktionieren mit Pluralität und so weiter. Warum das bei der ARD dann aufgehöhlt wird und sie im Grunde den privaten Nachwetteifer und so weiter, ist eine andere Frage, müssen wir untersuchen. Warum die Sparkasse auf dem Weg der Globalisierung dann in Richtung LBBW und der Globalisierung und in Dublin Filialen und alle Schweinerei mitgemacht hat, das auch zu untersuchen. Aber im Grunde ist diese Struktur einer unabhängigen Anstalt, die relativ statuarisch gebunden ist, die richtige Struktur, die müsste ja auch im Grunde für das EBA gelten. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob jetzt hier ganz offiziell ein Danke sagt an alle, die jetzt hier an dem Gespräch und an dem Vortrag teilgenommen haben, wünsche euch einen guten Heimweg. Und für den Teil, der noch gern sitzen bleiben will und noch mit Winfried diskutieren, Fragen stellen will, selbstverständlich, sofern Winfried auch auf der Reihe ist dazu. Aber hier mache ich jetzt mal so einen Punkt dran und man kann ja ein bisschen aufwischen, dann kann man auch noch in ein weiteres Gespräch kommen und Bücher, da drüben liegt auch Informationsmaterial, auch das alte Buch von 1996 zu Stuttgart 21 gibt es als Papier, ich habe es kopiert, Unkostenbeitrag, Selbstkostenpreis 4 Euro. Okay. Den Rest, einen guten Heimweg und ansonsten noch weiter zu sprechen mit Ihnen.